Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Super-Bärbel, der Breakout-Bärbel. Guten Tag, ihr Lieben. Ich habe es schon angekündigt auf Instagram. Ich konnte es selber kaum fassen, dass es tatsächlich geklappt hat und dass er wirklich Bock auf den Podcast hatte. Wir sprechen heute mit, Trommelwirbel, Georg Uecker. Mit Carsten Flöter aus der Lindenstraße persönlich. Wer von euch zu jung ist, um zu wissen, wer Georg Uecker ist, beziehungsweise wen er da gespielt hat? Carsten Flöter war bei der Lindenstraße. Die Lindenstraße ist Deutschlands erfolgreichste Serie aller Zeiten gewesen. Die gibt es nun mittlerweile nicht mehr seit März diesen Jahres. Und Georg hat da Carsten Flöter gespielt, einen schwulen Mann, einen bekennenden schwulen Mann. Was es so in der Form auch noch nicht gab in Deutschland. Also einen schwulen Mann, der einen schwulen Mann spielt in einer Fernsehserie als immer wiederkehrende Rolle, die dann auch, also ne, die nicht nach zwei, drei Folgen abgesetzt wurde oder der ist tödlich verunglückt, sondern der blieb über mehrere Jahre. Und das ist nur ein Grund, warum wir heute mit ihm reden. Georg hat ein sehr bewegendes Leben hinter sich, hat schon auch sehr früh seine große Liebe an AIDS verloren, leider. Wurde kurz danach selber diagnostiziert, Doppeldiagnose HIV und Lymphdrüsenkrebs. Aber er hat sich aus allem rausgewurschtelt, er hat es immer wieder geschafft, er ist immer wieder aufgestanden und hat, auch wenn man das mit seiner Fernsehfigur nicht so wahnsinnig in Kontakt bringt, in Verbindung bringt, weil man Carsten Flöter, der war so ein bisschen spießig, Georg ist so ein Vorreiter auch immer gewesen und hat in seinem Privaten und wie er mit der Presse umgegangen ist, mit seiner Infektion, mit all dem, der hat sich nie geziert. Der ist immer auch kämpferisch voran. Der hat wahnsinnig viel Hate ertragen müssen von besorgten Eltern und den üblichen verdächtigen homophoben Flachpfeifen. Und deswegen will ich heute auch mit ihm reden. Ich finde ihn sehr toll, ich finde ihn sehr unterhaltsam. Ich habe sein Buch gelesen, über das reden wir gleich auch noch. Ich habe in der im Podcast habe ich tatsächlich gesagt, ich hätte es am Freitag gelesen. Das stimmt nicht, ich habe es am Donnerstag gelesen. Aber an einem Abend, in einem Rutsch durch. Georg Uecker, ich mache dann mal weiter, erschienen im Fischer Verlag. Ich packe einen Link in die Shownotes. So, und jetzt ist es soweit, genug gelabert. Ihr Süßen, hier kommt Georg Uecker. Ich freue mich, habt viel Spaß damit. Bussi. Hallo, mein Lieber. Gleichfalls. Geht's dir gut, mein Schatz? Ja, im Prinzip ganz gut. Also auf der Mikroebene, auf der Makroebene würde man sagen, okay, Corona ist echt eine Spaßbremse. Ja. Also gerade als Freiberufler. Aber ich habe da so eine gewisse Gelassenheit entwickelt und sage mir, ich bleibe mal in der Biegung des Flusses sitzen, bis das Elend an mir vorbeischwimmt. Nee, das ist die lustige Variante. Es gibt natürlich auch den ernsthaften Aspekt von vielen Kollegen, aber auch von mir, dass da auch sehr viel Geld verloren geht natürlich. Absolut. Und die Ironie des Schicksals ist natürlich, dass Corona in dem Moment ausbricht, wo die Lindenstraße endet. Das war wirklich so im März. Ich versuche da eine Theorie zu entwickeln. Vielleicht soll ich mal Xavier Naidoo anrufen. Irgendeinen bekloppten Zusammenhang, eine Verschwörungstheorie. Aber ich hatte das ein bisschen vorbereitet. Ich wusste das ja auch. Ich mache ja auch ganz viele andere Sachen. Also als Moderator, als Producer. Ich hatte da schon einiges vorbereitet. Naja, das ist natürlich erstmal verschoben oder gecancelt, weil das fast alles Live-Geschichten sind. Ja. Bühnengeschichten. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich bleib mal hier sitzen, ich guck mal und jetzt schiebe ich das wieder an. Ja, aber ich glaube, der Galgenhumor, den musstest du ja auch tatsächlich entwickeln. Du hast ja wirklich auch schon viel Scheiße in deinem Leben durchlitten und durchlebt, aber auch eben überlebt. Und ja, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dann kann man irgendwann auch relativ gelassen an der Seite stehen, wenn schlimme Dinge passieren. Ja, das Komische ist, dass man so eine Ambivalenz entwickelt. Es ist ja nicht so, dass man nicht Ängste oder Schmerz empfindet oder Trauer. Hm. Aber man merkt, es ist nah auch am Komikzentrum liegen kann. Also es gibt auch in der Trauer absurde Situationen, Momente, wo man lacht und wo ich sage einfach, okay, ich gehe mal in die Vollen, ich mache es mir irgendwie so nett, es geht in dem Moment. Das geht nicht immer, aber ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, ein sehr lebhafter Mensch und der Humor kann gerne auch schwarz und dreckig sein. Ich habe in dem Moment, wo du zugesagt hast, diesen Podcast zu machen, nochmal danke an Paul Schulz, der das eingetütet hat für uns oder angestoßen, habe ich mir natürlich sofort dein Buch bestellt und du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Das ist ein wunderschönes Buch, es liegt hier neben mir. Es heißt Georg Uecker, ich mache dann mal weiter, erschienen im Fischer Verlag. Knapp 300 Seiten, glaube ich.
Und ich habe das sofort gekauft und dann an einem Abend, ich hatte nur den Freitagabend noch zur Vorbereitung, Donnerstag kam es an, Freitagabend hatte ich frei, habe mich hingesetzt und habe es in einem Rutsch durchgelesen und das fiel mir gar nicht schwer, muss ich sagen. Vielen Dank, das würde ich gerne. Wirklich, tatsächlich war, ich bin, bin ein Mensch, der sehr gerne liest, aber ich muss auch sagen, dass meine Konzentrationsfähigkeit in den letzten Jahren so ein bisschen nachgelassen hat. Das ist das Alter. Naja, es ist auch Social Media und es ist immer, ja, selbst beim Fernsehen noch ein Handy in der Hand zu haben und irgendwas zu spielen und so, gebe ich gerne zu. Aber bei dem Buch ist es mir gar nicht schwer gefallen, es nicht wegzulegen, sondern ich war wirklich gefesselt. Und eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist, was du eben auch beschrieben hast, du bist ein grundpositiver Mensch. Du bist Optimist, egal was passiert. Du hast irgendwie immer noch die Hoffnung, dass es besser wird und glaubst auch irgendwie dran. Ja, das ist natürlich manchmal schwierig, wenn du sowas sagst, denken die Leute, boah, der ist aber blöd. Es gibt ja Leute, es gibt Leute, die negieren Sachen, die sind oberflächlich. Mhm. Und das bin ich nicht. Aber ich habe so eine Lebenslust, eine Lebenskraft. Ich weiß auch nicht genau, wo die herkommt. Manchmal sind Sachen auch größer als die Einzelteile, die man selber wahrnimmt. Mhm. Da gibt es scheinbar irgendeine Kraft. Und das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint, weil in meinem Leben ist es so extrem rauf und runter gegangen. Also auch oben. Mhm. I love my life. Also es ist schon gut. Aber der Preis war manchmal sehr hoch. Und deswegen ist auch der Titel von dem Buch: Ich mache dann mal weiter. Mhm. Das ist so ein bisschen die Devise. Ich mache so lange weiter, wie es geht natürlich. Und ja, ich sag mal so, den nächsten Atomschlag, den überleben nur Cher, die Kakerlaken und ich. Toll. Würde ich mal sagen. Also da ist irgendeine Zähigkeit in mir. Ja. Und das ist ja nichts, was man herstellen kann. Es gibt Leute, die wenden sich an mich und sagen, hey, wie schaffst du das, wie machst du das? Und ich sage, ich bin kein Heiler, ich bin kein Esoteriker, ich bin kein Therapeut. Ich kann dir von mir erzählen, aber ich kann dir nicht sagen, machst du das auch so? Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja nichts, was ich hergestellt habe. Das ist in mir. Und man kann sich natürlich ein bisschen so positionieren und konditionieren. Aber irgendwie ist das schon immer in mir gewesen, seit ich auf der Welt bin. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man das so liest, wenn man deine Kindheit so liest und die Beschreibung deines Elternhauses, dass das schon auch damit zu tun hat, dass deine Eltern wahnsinnig toll gewesen sein müssen, glaube ich. Ja. Ne? Also das ist, die allem dir gegenüber sehr offen, sehr bereitwillig immer für alles, was du, wofür du dich entschieden hast, wie du drauf warst, was du gemacht hast. Wenig Brüche erstmal in den ersten Jahren, so scheint das. Und ich glaube, das kann einen schon auch stärken, dann positiver zu denken. Also Brüche waren da, aber die kamen von außen. Mhm. Und meine Eltern waren auch kritisch, wir haben uns auch gestritten. Also es war nicht so eine verlogene Zuckerbäckerwelt, aber sie waren mir ehrlich und es war immer grundiert von Liebe. Mhm. Ne? Also auch wenn wir uns tanken oder wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, wir waren alle meinungsfreudig und das ging hoch her. Aber es war immer auf der Basis, ich liebe dich. Ja. Und das gibt eine unglaubliche Kraft. Und die Brüche, die kamen dann von außen. Meine Mutter ist Norwegerin, mein Vater Deutscher. Ich kam dann als Kind nach Bonn, also ein Stadtteil, der sehr schön ist, aber alle katholisch. Und ich war nicht getauft. Und meine Eltern waren aus der Kirche ausgetreten und waren linke Akademiker. Ja. Und ich sprach eine merkwürdige Mischung aus Norwegisch und Bayerisch, weil wir vorher in Lengeries gewohnt hatten und war nicht getauft. Also ich merkte schon früh, ich bin, ich will nicht sagen Außenseiter, aber irgendwie so ein bisschen anders. Mhm. Aber das macht nichts, wenn man einfach sagt, oh Gott, ich bin aber auch so ganz gut und habe mit denen gespielt. Also ich wurde nicht ausgegrenzt, aber die guckten mich teilweise schon an, als wäre ich ein Alien. Deren Mütter haben immer gekocht und gebacken und geputzt und meine Mutter war in der Uni. Und das war irgendwie für die eine andere Welt. Und für mich war das selbstverständlich. Ja. Na, ich fand vor allem, dass die Geschichte mit deinem Coming Out zu lesen, und also das darf man ja sagen, steht im Buch, du bist 62 geboren, das ist, wie das verlaufen ist, das wünscht man sich heute noch in vielen Familien, dass das so selbstverständlich gehandhabt wird und so ohne Drama und ohne völlig ohne du bist schlecht, du bist schuld, was haben wir falsch gemacht? Also das war nichts davon, das war einfach nur Liebe, Akzeptanz und jetzt machen wir weiter. Ja, ja. Ja, es hat mich wirklich auch gestärkt. Und wenn man später das so retrospektiv betrachtet, vergisst man vielleicht Dinge. Und das ist das Schöne, wenn man so ein Buch schreibt, dass man gezwungen ist, wirklich sich nochmal zu fokussieren auf damals. Hm. Also was der Engländer Traveling Down Memory Lane nennt. Hm. Wie war das? Und also recherchiert man Fakten und Jahreszahlen.
Aber teilweise, ich habe nachts über Wim geschrieben, weil es dann so ruhig ist. Und dann ist es sehr kontemplativ. Mhm. Und du suchst deinem eigenen Leben. Und da sind auch schmerzliche Dinge in Erinnerung gekommen. Mhm. Das heißt, ich hatte unglaubliche Kraft von zu Hause, Liebe, kein Problem mit dem Coming Out. Mhm. Aber wir reden davon, dass ich ein 16-jähriger Junge war, Anfang 1979. Mhm. Und das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Aber es gab in Bonn einen schwulen Club in der Seitenstraße. Da musste man klingeln. Dann öffnete sich so ein kleines Fenster oben. Zwei Augen guckten raus und sagten, wir sind ein Club. Das ist wirklich wahr. Ich habe sehr geschrien an der Stelle. Das ist wirklich so. Oh. Und wenn du 16 bist, sagst du, ich bin ja deswegen auch weißt du, was ich gesagt habe? Selbe Situation, Blue Angel, Frankfurt. Ja, genau. Die Klappe macht sich auf, Marga guckt raus. Ich kannte Marga noch nicht, die dicke Marga. Und sie guckt raus. Bitte. Und ich habe gesagt, einmal Disco bitte. Und dann hat sie sich auch totgelacht und geschrien hinter der Tür. Eben, aber Blue Angel war dagegen Weltklasse. Das war eine Kaschemme in Bonn. Und da stand ich natürlich davor und habe wirklich, trotz dieses Selbstbewusstseins, trotz dieser Liebe, erstmal links und rechts geguckt. Sieht mich jetzt jemand? Das ist einfach so. Und das vergisst man manchmal. Und deswegen kann ich nur sagen, das Coming Out ist, glaube ich, heute auch nicht leichter als früher. Man hat mehr Möglichkeiten. Klar, das Virtuelle. Aber das kann dann auch versauen, wenn man 16 ist. Ne? Wenn da so ein Schweinerampen-Speed-Dating online schickt man ein Foto von deinem Schwanz, pipapo, zack, weg. Wenn du dann 16 bist, wenn du noch nicht so viel Selbstbewusstsein hast, das ist heute nicht einfacher. Man kann sich nur ein bisschen mehr ablenken vielleicht. Ich glaube, man findet schneller Leute, die so sind wie man selbst. Also ich glaube, man kommt schneller aus diesem Gefühl der absoluten Einsamkeit raus und dieser Angst, dass es keinen gibt, der so ist wie man. Ja, das stimmt. Aber es ist dann anders schwierig, weil alles ein bisschen unverbindlicher ist. Ja, weil das muss man ja erstmal in die Realität transportieren aus dem virtuellen Bereich. Ich glaube, das ist schwierig. Genau, und dann ich glaube, das ist anders schwierig. Hm. In meiner Generation war es natürlich so, ich habe nicht gedacht, dass ich der Einzige bin. Ich wusste davon, ich hatte das im Fernsehen gesehen. Mhm. Meine Eltern hatten mir das bei der Aufklärung auch schon erzählt. Mhm. Also es ist bei Sexualität, Mann, Frau, um Fortpflanzung gehen kann, aber nicht muss. Und dasselbe gilt für Frau, Frau und Mann, Mann. Mhm. Das haben die mir schon bei der Aufklärung erzählt, vor der Pubertät. Mhm. Es war mir nicht ganz fremd, aber ich kannte ja keinen. Und es gab niemanden, es gab keine öffentliche Person, außer, sagen wir mal, Rosa von Braunheim. Mhm. Und es war nicht so einfach. Mhm. Du bist dann ja relativ flink auch von Bonn, weil es da eben ein bisschen piefig war, dann nach Köln rüber. Mhm. Und hast da dann sehr schnell auch sehr viele Leute kennengelernt, die man auch heute noch kennt, mit denen du auch heute noch befreundet bist. Also Hella und Cornelia und die Morgenstern und wie sie alle heißen. Ist absurd, ne? Dass ihr euch so schnell zusammengefunden habt, dieser Kern von denen, die dann auch über Jahrzehnte quasi die Stadt so am Laufen halten, so ein bisschen. Und auch Deutschland versorgen mit queerer Identität. Also es war damals eine unglaublich vibrierende Szene in Köln. Mhm. Die bildende Kunst, das war so die Hochburg Köln damals, darf man nicht vergessen. Also was Galerien anbelangt, Performance Art, dann gab es eben eine starke Verbindung so ein bisschen von Seitenkultur, Underground-Kultur und Schauspiel Köln, wo Jürgen Flimm Intendant war, der das sehr schnell so eingebaut hat, also Grenzen niedergerissen hat, wenn man so will. Und da bin ich einfach Leuten begegnet, die ähnlich getickt haben. Ich bin ja gar nicht nach Köln gezogen, ich habe noch in Bonn gewohnt, bereitete mich auf mein Abitur vor. Und fuhr nachts nach Köln, abends nach Köln und nachts irgendwie per Anhalter zurück oder morgens um 5 mit der ersten Bahn. Habe ich dann am Klo eingeschlossen, weil ich kein Geld für ein Ticket hatte. Also solche Späße. Ist ein Wunder, dass ich noch ein Abitur hingelegt habe. Und ich war sehr, sehr offen zu Leuten. Und habe da sehr beeindruckende Leute kennengelernt. Mhm. Und ein Schlüsselerlebnis war das Theater der Welt Festival 1981. Ein riesiges Festival, was in Schauspielhaus stattfand, aber auch in Off-Theatern, auf der Straße. Jérôme Savary hat inszeniert die Legende der Ursula und der 10.000 ermordeten Jungfrauen. Riesiger Zug durch die Stadt, als Biolek als Papst, als alle Rinder waren. Da waren Leute wie Robert Wilson. Ich habe Susan Sontag kennengelernt. Also ich war Jesus. Oh mein, ich wusste gar
nicht, wer die sind. Und meine Eltern sagten, ich sag, da saß so eine Frau, eine Amerikanerin, die war ganz toll. Und meine Eltern so am nächsten Tag, oh Gott, wie sind die so, irgendwas mit Sonntag. Meine Mutter, Susan Sonntag. Ja, meine Mutter, so. Es war sehr prägend, es war... Toll. Ich habe kaum geschlafen, ich war unterwegs, ich war in Kneipen, in Theatern. Hm. Dann gab es ein Festival Fernsehen, da wurde also von Studenten das alles dokumentiert. Da habe ich mich angeboten, irgendwie Kabel zu schleppen, nur damit ich da nah dran war und teilweise auch in die Vorstellung reingehen konnte. Es war das erste Gastspiel von Pina Bausch. Es war irre. Du hast Nureyev kennengelernt, ne? Ja, das war in Bonn, ja, kennengelernt, sagen wir mal so. Der hatte natürlich eine klare Absicht, die ich nicht sofort erkannt habe. Oh, okay, ja. Yeah. Ich war damals... She was horny. Ich war im Bewegungschor des Balletts in Bonn. Yeah. Bewegungschor sind talentierte junge Tänzer, die aber keine Ausbildung haben. Also die hinten sich bewegen. Mm. Und dann gab es ein Gastspiel von der Deutschen Oper in Berlin, in Bonn. Und die Hauptrolle hatte Rudolf Nureyev. Und ich war fasziniert von dem Mann. Hab den auf der Bühne gesehen. Und beschloss, das ist das Schöne, so kackfrech in dem Alter ist, ich gehe mal Backstage. Da standen Trauben von Menschen vorher, vor der Tür. Und ich bin einfach reingegangen. Ich kannte den Weg, ich kannte den Pförtner, weil ich da ja ab und zu eben auftrat. Ja. Guten Abend, guten Abend. Der hat auch nicht gefragt, warum ich als Rumlunger bei dem Gastspiel. Man darf nur nicht zögern, man muss einfach durchgehen. Eben, ja. Absolut. Und bin da rein, da stand plötzlich Nureyev vor mir und... Ja, zog mich mit Blicken aus und ich wurde nervös und ein bisschen geplaudert und dann bin ich abgehauen. Nee, mehr nicht, nee. Nee. Braucht er wirklich so stark nach Zwiebeln oder Knoblauch? Er hatte doch irgendeinen Gesundheitstick, dass er täglich irgendwie rohes Zeug gefressen hat. Das habe ich aber auch nur gehört. Also ich war so ein bisschen in Paralyse. Okay. Vor dem, also wie, ja, ich war fasziniert von dem. Der hatte echt eine Ausstrahlung. Ja. Der war viel kleiner, als ich dachte, aber es sind Balletttänzer ja gern. Ja. Ich war damals schon 1,90 und der war kürzer. Und ich fand ihn übrigens auch nicht unattraktiv. Nee, natürlich. Aber ich war so in der Situation ja nicht gewachsen. Und du kanntest ja seinen Ruf wahrscheinlich auch. Nö, noch nicht mal. Ach so. Ich glaube, es wäre mir auch egal gewesen. Also, da hatte ich keine moralischen Bedenken. Aber ich war so in der Situation ja gar nicht gewachsen. Ja. Der war hallo und guckte mich so an. Und das war schon offensichtlich. Aber das habe ich erst so am nächsten Tag gemerkt. Also, wie geht man mit so einer Situation um? Und das hat mir auch gereicht. Also, dieser Moment, diese Blicke, das kurze Gespräch, das reichte mir völlig. Ja, ich kann es verstehen. Ich habe das Problem, ich kann total entspannt mit Prominenz umgehen, wenn ich nicht mit denen alleine bin. Sobald ich mit denen alleine bin, versteife ich mich dann so und werde dann irgendwie so, ich muss jetzt irgendwie performen und dann werde ich sicher und mache mir die Hose. Also das hat sich bei mir natürlich geändert dadurch, dass ich selber dann in der Öffentlichkeit stand. Ja. Ich habe mit... mir ist das alles egal. Ich erkenne auch Leute nicht. Also auch bekannte Kollegen stellen mich dann so vor und hallo. Und dann freuen die sich immer, weil man dadurch auch so ein paar Hürden einreißt. Mhm. Und guten Tag und dieses Rumgesülze. Stelle ich mich Leuten vor und das war sehr lustig. Ich war gestern im Tepi hier in Berlin, Tepi am Kanzleramt und habe das neue Programm von Katharine Merling gesehen. Ah, das Judy. Die Judy Garland. Mhm. Ich war mit vielen Freunden da, aber da war auch Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, da. Ja. Und wir kennen uns so vom Sehen, aber wir haben ja nie ein Wort gesprochen. Und dann habe ich ein bisschen gepichelt und war draußen eine rauchen. Und dann kam ich rein und da stand so eine Frau an der Bar und guckte mich so an und ich guckte sie an und ich so, hallo, ich bin Georg. Und dann sagte sie, hallo, ich bin Elke. Nee, der Film ist unsere First Lady, Elke Büdenbender. Dann habe ich gesagt, okay, ich wollte auch von der nichts, ich habe sie auch nicht erkannt. Aber dieses Promi-Geschiss ist mir völlig egal. Und das Schlimmste ist, wenn Leute mich, sagen wir mal, in der schwulen Kneipe oder so ansprechen. Ja. Und das ist ja auf einer Einbahnstraße. Ja. Die fragen mich was und erzählen. Und es ist auch schön, aber nach ein paar Minuten denkt man, okay. Und ich sage dann zu denen, aha, was machst du so? Dann sagen die oft, ach, das ist nicht so wichtig. Hm. Da sage ich, das ist sehr wichtig. Mach dich nicht so klein. Hm. Ich führe auch nur einen Beruf aus. Hm. Das mag ich nicht so gern. Und das geht dann nach oben, nach unten. Hallo, ich bin Elke, oh super, unsere First Lady. Ein anderer, ich bin nicht wichtig. Ich sage, wie kann ein Mensch von sich sagen, dass er nicht wichtig ist? Hm. Da bin ich non-hierarchisch und spontan. Das finde ich sehr sympathisch. Aber das stimmt auch, so warst du am Telefon mit mir auch schon.
Gleich. Geht eigentlich, und das, ne? Du? Ja. Wo ich doch immer so zurückhaltend und wortkarg bin. Was hast du? Ich habe mir das Wort aufgeschrieben, da musste ich sehr drüber schmunzeln. Unterhaltungsfacharbeiter. Du bezeichnest dich selbst als Unterhaltungsfacharbeiter. Ja. Das ist mir entstanden in einem Interview. Ich glaube, es war mit der Frankfurter Rundschau. Ja. So ein tolles, langes Interview. Ich sprach über alles, weil ich ja so ein Grenzgänger bin. Ja. Zwischen E und U, zwischen On also und Unterhaltung off. Und Ernst. Ja, genau. Aber auch im On-Sein, also zu sehen auf Bühnen von der Kamera oder im Off. Ja, und dann hat er mir das Interview zum Gegenlesen geschickt. Und war super, musste auch nichts ändern. Aber dann sagte er, was sollen wir eigentlich da drunter schreiben bei so Berufsbezeichnung? Steht da unten mal so ein kleiner Kasten. Und er hat ja recherchiert, er war gut vorbereitet. Und dann sagte er, Schauspieler, Moderator, Autor, Producer und so weiter. Ich sage, nein, halt. Diese Formulierung kenne ich von Leuten, die können gar nichts. Also wer 8 Berufe hat, kann keinen von denen richtig. Und ich bin so ein Grenzgänger. Und es gibt eine Schnittmenge. Und ich habe all diese Sachen gemacht, aber nicht alle allein. Ich mag nicht so ein Hybris. Und er sagt, ja, was müssen wir ja schreiben? Und ich habe einen Moment überlegt und habe dann spontan gesagt, Unterhaltungsfacharbeiter. Dann ist der kollabiert vor Lachen am Telefon und sagt, sollen wir das wirklich schreiben? Ich sage, geben Sie mir 10 Minuten, ich überlege. Und dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt, ja. Weil Unterhaltungsfacharbeiter, das soll ich ja nicht selber loben, aber da fand ich mich genial, weil es betont wie Arbeit. Es ist wirklich Arbeit. Also nicht dieses, ich bin Influencer, ich bin ein Viva-Flittchen, sondern es ist Arbeit. Es ist Facharbeit, man muss schon auch was können. Und es ist Unterhaltung, weil für mich auch, sagen wir mal, ein langer Shakespeare-Abend oder ein Buch von Nietzsche ist für mich auch Unterhaltung. Es ist dann eben Gehirnfutter. Und deswegen nenne ich mich Unterhaltungsfacharbeiter. Hab das dann auch mal schützen lassen. Mein Bruder ist Anwalt, also im Titelschutzanzeiger. 50 Euro war das geschützt. Das ist mir aber irgendwann mal abgelaufen, dann habe ich es ja nicht mehr verlängert. Also wenn sich jetzt jemand Unterhaltungsfacharbeiter nennen möchte, nur zu. Aber ihr bekommt dann eine E-Mail von mir. Oder vom Anwalt. Genau, wie man heute sagt, von meinen Anwälten. Von meinen Anwälten. Man hat ja immer 5 bis 6 Stück. Schatz, du bist dann, also du warst in Köln. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu rekonstruieren, weil wir natürlich zur Lindenstraße wollen. Bist in Köln gelandet, hast dann da sehr berühmte Menschen kennengelernt, damals noch nicht berühmte Menschen kennengelernt, oder beides. Und hast angefangen, Theater zu spielen, meine ich, ne? Was in der bei Bockmeier hast du Sachen gemacht, viele. Und hast aber dann auch so alles angenommen, ne? Du hast Kabel getragen, du hast irgendwie versucht, irgendwie in die Unterhaltungsbranche, in die Fernsehgeschichte irgendwie reinzukommen. Ja, weil mir war damals schon klar, dass ich ein Grenzgänger bin. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Kam mir mal eine von dir? Klar. Sei es moderieren, sei es aber auch inszenierte Rollen zu spielen. Aber ich bin so zwischen den Dingen, also zu ernst für Boulevard, fürs klassische Boulevard, zu flapsig und schrill für, sagen wir mal, klassisches Theater. Das war mir schon klar. Und ich habe dann war eingeschrieben als Student in Köln für Theater, Film und Fernsehwissenschaft, Romanistik und Skandinavistik. Und gleichzeitig angebunden an die Uni Köln ist das älteste unabhängige Studenten-Universitätstheater. Da haben tolle Leute auch gearbeitet. Jürgen Flemm hat da gearbeitet, also wirklich tolle Leute. Und die haben ganz viel angeboten, auch an Ausbildung. Also natürlich in Kursform. Ich habe da Fechten gemacht, Sprechunterricht, Tai Chi, Rollengestaltung. War dann nicht mehr so oft bei den theoretischen Fächern natürlich. Und habe da gespielt, habe da gelernt, habe den Background eben in der Wissenschaft mir drauf geschafft. Ja. Und war nachts laufen und vögeln und weiß der Geier was. Also man hat ja doch eine große Energie. Und da kamen natürlich dann auch so die ersten Projekte zustande. In dem Kindertheater, im berühmten Theater in der Filmdose von Walter Bockmeier. So gestaltete sich das einfach. Und Fernsehen war für mich damals gar nicht so auf dem Schirm, Mörderwortspiel. Also hatte ich gar nicht so geplant. Ich war immer ein Live-Mensch. Ja. Ich habe damals im Theater gespielt
und Horst Scheel, der das Casting gemacht hat, für die Lindenstraße. Mhm. Der ist durch ganz Deutschland gereist, für alle Rollen, muss ja mehrere Vorschläge machen. Und der hatte einen Tipp bekommen vom WDR Fernsehen, wo ich bereits eine kleine Serie gedreht hatte, mhm. also ein Sechsteiler. Und das kam wohl ganz gut an. Jedenfalls wurde ich dem empfohlen, was ich gar nicht wusste. Ich hatte nichts damit zu tun eigentlich. Und dann ist der in eine Vorstellung gegangen, wo ich gespielt habe. Hat dann hinterher auf mich gewartet und hat gesagt, das ist sehr interessant. Wir sollten in Kontakt bleiben, ich sollte mal Fotos einschicken. Ich hatte überhaupt keine professionellen Fotos. Ja. Das, boah, ist das teuer, ich hatte gar kein Geld. Und dann hat er mich eingeladen, dann Reading, auf Video aufgenommen. Es ging sich mehrere Runden. Und das Absurde war, ich wollte eigentlich da gerade nach Berlin ziehen. Ich war in West-Berlin und Mauer. Der Mann ist ja schon ein bisschen älter wie ein Mikro. Gibt es kurz eine Jahreszahl? Welches Jahr war das? Das war Anfang 85. Okay. Und kannte ganz gute Leute. Hatte auch so ein paar berufliche Kontakte, also ein bisschen konkreter auch. Und ich war natürlich fasziniert davon, wie billig das hier war damals. Also wo man Wohnung bekam für Riesenwohnung für 400 Mark. Ja. We're talking 200 Euro. Ja. Und das hatte sowas. Und das war so im Hinterkopf. Ich hatte also schon das Zimmer in meiner WG, hatte schon angedeutet, dass ich das bald verlassen werde. Naja, und dann war ich vielleicht deswegen auch relativ entspannt bei den Castings. Nur, warum sollen die ausgerechnet mich nehmen? Ich habe kein Selbstbewusstseinsproblem, aber es gibt ja viele andere. Ich will eh nach Berlin, so, also im Unterbewusstsein. Das hat vielleicht auch geholfen. Ja, ja. Absolut. Na, und dann kam praktisch die letzte Rutsche, Hans Geißendörfer, der Regisseur und Produzent, Erfinder der Serie, lädt mich ein zu einem Casting. Das ist nicht mehr als ein Casting, der hat auch mit mir gearbeitet. Der wollte sehen, ob wir uns verstehen, ob ich es begreife. Da haben wir bestimmt 40 Minuten gemacht. Mhm. Und danach sagte er, guckte mich so an und sagte, ja, ich würde es gerne mit Ihnen machen. Ich so, ah. Man darf nicht vergessen, jetzt der Mann. Hier sofort. Ja, na, der war ja natürlich großer deutscher Autorenfilmer. Der war für den Golden Globe nominiert, für den Oscar nominiert. Und ich so, ah, so. Und dann bin ich rausgegangen, habe gedacht, habe mich wieder beruhigt, dachte, na ja, vielleicht sagt er das ja jedem. Hm. Hat er aber nicht. Und dann mussten noch Redakteure zustimmen von den ARD-Sendern, vom ORF. Also ich, dauerte noch mal ein paar Wochen und dann hatte ich die Rolle. Die Rolle des Carsten Flöter. Genau. Du warst als Carsten Flöter dann tatsächlich der erste schwule Mann, der einen schwulen Mann gespielt hat in einer deutschen Fernsehserie. Das ist richtig, ne? Genau, es gab so regionale Serien oder so Nebenfiguren. Aber sagen wir mal so, die erste durchgehende schwule Rolle in einer Primetime-Familienserie. Mhm. Ja. Bahnbrechend. Bahnbrechend war das. Naja, ist ja so. Muss man einfach so sagen. So, und dann fing die Lindenstraße an. Erstmal ein paar Folgen ohne dich, aber wie Alexis Colby bei Denver bist du dann dazu gestoßen? Nicht ganz. Also ich war von Anfang an dabei, aber weil eine Folge eben nur 30 Minuten dauert, ja, wurden die Bewohner des Hauses peu à peu eingeführt. Hm. Konnte ja nicht alle in die erste Folge reintun. Nee. Das heißt, ich war von Anfang an dabei, tauche aber zum ersten Mal in Folge 6 auf. Okay. Und wie war damals dann, gab es direkt eine Negativreaktion, dass da ein schwuler Charakter gezeigt wird, der nicht von Drogen und Scheitern gezeigt wird? Nee, weil es war ja damals sehr geschickt, aber auch heute würde man sagen, merkwürdig. Mhm. Carsten war am Anfang nonsexuell, asexuell, wie auch immer. Es wurde nicht thematisiert. Ah, okay. Und nach einem Jahr hat er sein Coming Out. Weil er sich zum ersten Mal verliebt. Das ist ja oft so. Mhm. Die wenigsten sagen ja, rein theoretisch bin ich vielleicht schwul, aber ich weiß es nicht. Das ist ja wirklich, wenn man es erlebt. Mhm. Und er verliebt sich nach einem Jahr und hat dann sein Coming Out. Und das war ein riesen Umweg, den man gehen musste. Carsten wurde etabliert so als Everybody's Darling, freundlich, Idealist. Ja, so ein bisschen so. Und da gab es auch Leute, die sagten, so spießig und Dings und so. Dann habe ich gesagt, ihr habt keine Ahnung, wie es in deutschen Fernsehanstalten zugeht. Es gab Leute, wie, also von den Sendern, die Rolle nur akzeptiert haben in den Drehbüchern.
weil der diesen Weg geht. Mhm. Das war eine Zeit, dass es gab einfach keine andere schwule Rolle. Nein. Das heißt, man musste den so einführen als Everybody's Liebling, freundlich, höflich, idealistisch, damit auch Oma Kasulke vom Land den trotzdem noch lieb hat, wenn er sein Coming Out hat. Und das war erst nach einem Jahr. Ja, das erlebe ich heute noch, dass es queere Personen im Fernsehen oder im Film einfacher haben oder in der Unterhaltungsbranche generell, wenn sie nicht bedrohlich sind, nicht sexuell. Genau. Nicht. Und das ist ja immer noch so eine Spießigkeit. Mhm. Es hat sich quantitativ natürlich sehr viel getan, aber nicht unbedingt qualitativ. Das heißt, wir haben sehr viel mehr queere Bilder im Fernsehen, in den Medien. Aber es ist natürlich ein völliges Stereotyp. Du musst also jung, knackig, lecker, gesund sein, Werbung verkaufen, du darfst nicht zu viel Brüche haben, du darfst nicht wirklich schräg queer sein, du darfst nicht dick und alt sein, du musst auch ein gutes Einkommen haben. Also die zeigen keinen schwulen, dicken Mann, der von Hartz IV lebt. Der findet ja nicht statt. Deswegen glauben die Leute, ach, Schwule sind ja alle immer so hip und modern und urban und Double Income, No Kids und Hallo und Designer-Scheiße. Das ist natürlich ein verlogenes, verschrobenes Bild. Da müssen wir auch echt aufpassen. Hm. Es gibt viele Leute, die sagen, so erschleichen wir uns in Akzeptanz. Hm. Ich sage, nein, das tun wir nicht, weil schwule Männer, wenn die uns in Designer-Einkaufstüten irgendwo im Straßencafé sitzen und auch verächtlich auf den Familienvater gucken mit seinen zwei Kindern. Da wäre ich ganz vorsichtig. Pink Money ist echt gefährlich. Aber man kann sich eine Akzeptanz nicht erkaufen, wenn man trendy ist und lecker und viel Geld hat. Ja, oder indem man sich zu sehr assimiliert, das ist dann ja auch irgendwie falsch. Genau. Ja. Und es ist trotzdem ein Fortschritt, dass wir all diese Bilder haben. Weil damals, mir war das gar nicht so klar, dass ich der Einzige bin. Hm. Ich war so eitel. Ich hatte nur drei Sender. RTL fing gerade an, aus einer Garage in Luxemburg zu senden. Ja, und die Sendezeiten waren ja auch, die haben ja auch nur von 17 bis 22 Uhr oder so gesendet. Ja, ein bisschen früher fing so an, aber nachher kam die Nationalhymne, genau. Ja. Und dann das Testbild. Erklären mal jungen Leuten, was ein Testbild ist. Wir haben früher noch Testbild geschaut. Ja. Und dann gab es ja einen so einen coolen Kampf, der dann das Wort zur guten Nacht sprach. Ja. Und dann die Nationalhymne, Testbild aus. Ja. Also, so Opa erzählt von früher, ich möchte betonen, ich bin nur 57 Jahre und nicht 80. und damals war es eben anders. Dadurch hat diese Figur eben mehr, stand mehr im Fokus. Ihr habt dann euren, also ich habe den 18.03. aufgeschrieben, 1990, weil das die Nacht war, oder der Abend, die Folge, wo ihr euren, es war nicht euer erster Kuss, es war euer zweiter Kuss, aber der erste, der dann für Aufsehen gesorgt hat, der dann du und dein neuer Freund Robert Engel, ihr küsst euch das erste Mal. Und dann gab es einen veritablen Shitstorm, würde man das heute nennen. Ja. Richtig? Es war völlig absurd. Man muss das mal historisch einordnen. Wir haben das so 3-4 Monate vorher gedreht, also November 1989. Europa verändert sich, die Mauer fällt. Mhm. Also es passieren irrsinnige Dinge, die ich mir damals gar nicht hätte vorstellen können. Die Folge wird ausgestrahlt am Sonntag, den 18. März 1990. Das ist der Tag der ersten und einzigen freien Volkskammerwahl in der DDR. Mhm. Ich war in der DDR, weil Leute mich gerade so ein bisschen kannte, weil ich sagte, it's history in the making, ich will hier sein, ich will das erleben, gucken, wie Leute reagieren. War völlig absorbiert davon. Ich hatte überhaupt nicht am Schirm, dass diese Folge läuft. Und wir hatten ja, kaum jemand hatte da Telefon und Handys gab es nicht. Oh, prima. Montag bin ich zurück, da war die Hölle los. Und ich denke, das kann nicht sein. Also historisch gesehen, ich meine es wirklich abstrakt und nicht eifel. Ja. Ich klaue Lothar de Maizière die Schlagzeilen. Also, oder steht zumindest daneben. Lothar de Maizière wird erster frei gewählter Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik und beschließt mehr oder weniger dabei, sie auch aufzulösen. Ja. Und ich habe einen Mann geküsst in der fiktionalen Serie und wir teilen uns die Schlagzeilen. Es war so bekloppt. Und ja, Shitstorm, den Begriff gab es damals noch nicht. Ich möchte nicht wissen, was heute los gewesen wäre im Internet. Hm. Es gab unglaublich viel
Schmäh- und Drohbriefe. Das hat natürlich ein größeres Gewicht, weil die mussten da schreiben, Briefmarke zum Post bringen, nicht mal eben. Erfordert eine andere Energie als ja, als mal schlecht gelaunt, anonym so eine Kacke da reinzuschreiben. Ja. Und das war heftig. Ja. Es war extrem heftig. Es gab mehrfache, wohl ernstzunehmende Bombendrohungen gegen das Produktionsgelände. Es gab diverse Morddrohungen gegen mich. Dann, du warst unter Begleitschutz? Ja, ich habe dann Personenschutz bekommen, genau. Dann wurden die Briefe alle, die an mich gingen, durch den Scanner gezogen. Weil es gab ja zu der Zeit auch so einen Briefbombenattentäter in Österreich, der ist auf Arabella. Genau, der und Helmut Zilk. Und das war heftig. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also, was passiert hier gerade? Die Personenschützer waren nett. Mit denen habe ich viel Skat gespielt, was man sonst macht. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, wir gehen jetzt aus, zieht euch mal was Nettes an. Und dann war ich mit denen auch in so einer schwulen Kaschemme in Köln. Und also und kamen so zu mir hin, so Leute, die sonst gar nicht so viel mit mir zu tun hatten, kamen so hin und sagten, wollten mit mir reden, aber schielten natürlich auf diese relativ kräftigen, leckeren, jungen Menschen an. Und dann, aber ansonsten war ich schon viel zu Hause. Auf Anraten des Senders. Du hattest ja damals noch einen Anrufbeantworter und noch keine Geheimnummer. Das heißt, die Leute konnten tatsächlich auch dich übers Örtliche oder so rausfinden. Naja, sagen wir mal so, ich hatte die relativ schnell damals streichen lassen. Auch da sage ich mal, früher war es so, man musste gelistet werden in der Auskunft und im Telefonbuch. Alle, die einen Anschluss haben. Wenn nicht, musste man eine Geheimnummer beantragen. Das ist nicht wie heute, möchten Sie da drin stehen oder nicht. Das heißt, ich stand da lange drin, weil ich eben musste, weil es mir wurscht war. Ich habe mir nicht vorstellen können, die Folgen damals hatten 14, 15 Millionen Zuschauer. Wahnsinn, ja. Jede Woche 15 Millionen Zuschauer, weil es ja auch nur drei Sender gab und weil es sehr erfolgreich war. Ich kam vom Theater, was sind 15 Millionen Menschen? Ich weiß es bis heute nicht. Und so stand ich im Telefonbuch. Dann habe ich natürlich dann schnell beantragt, also auch lange vor dem Shitstorm, dass ich da nicht mehr drin stehe. Dann musste ich das begründen und erklären. In dem Fall ging das relativ schnell. Dann wurde ich aus der Auskunft, also da rausgenommen, aus der Telefonauskunft. Aber ich stand ja noch im Telefonbuch. Natürlich nicht mehr in den Neuauflagen. Aber wer schmeißt die immer weg und die Neuauflage? Ja, ja. Wer ein altes Telefonbuch hatte, fand mich da noch. Und Gott sei Dank stand die Adresse nicht drin, aber die Telefonnummer. Dann habe ich die natürlich nach einer Weile nochmal ändern lassen, was damals auch ein unglaublicher Aufwand war. Aber eine Zeit lang war ich praktisch erreichbar. Was hat das mit dir gemacht? Also ich habe auch schon den ein oder anderen Shitstorm selber erlebt, natürlich nicht in dem Ausmaß. Und ich weiß, dass ich damals lange, dass ich das nicht trennen konnte, dass das nur ein kleiner Teil ist der Leute, die das gesehen haben und die eine Meinung dazu haben, sondern für mich hatte das dann irgendwann einen relativ dominanten Charakter. Ich habe dann gedacht, oh Gott, die denken alle so über mich. Was hat das mit dir gemacht? Ja, ich würde sagen, wenn du das heute erlebst, kannst du entscheiden, ob du es lesen möchtest oder nicht. Man will es vielleicht auch wissen, aber man kann auch sagen, ich lese mir die Scheiße gar nicht durch. Also, die Chance bleibt. Bei dieser Post gab es keine Alternative, bis die eben bei mir gefiltert wurde. Das heißt, ich bekam es ja mit. Und ich bekam auch mit, dass Leute auf der Straße mich dann beschimpft haben. Und es war also kein Entkommen. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe erst mal gedacht, ich bin wirklich ein Kämpfer. Sag ich, ach, erstmal ja auch toll. Du wirst als Schauspieler ja auch irgendwas, dass das bei den Leuten ankommt. Natürlich nicht so. Aber ich habe gedacht, okay, da ist noch eine Menge zu tun offensichtlich. Ich habe mich dann mit Hans Geißendörfer getroffen. Wir haben uns sehr teuren Rotwein reingeschüttet. Und dieser tapfere heterosexuelle Mann und ich gaben uns den Schwur, das ziehen wir durch. Da bleiben wir dran. Deshalb ich so ein Kämpfer. Also das hat ja schon geweckt. Eine positive Energie, eine Kraft. So, ich zeige es euch, der Weg ist lang. Aber jetzt haben wir eine Medienmacht, da bleiben wir mal dran. Das hat aber ein bisschen überdeckt bei mir, dass ich später erst gemerkt habe, so einen gewissen Schutzmechanismus,
den ich nicht immer ablegen konnte. Also wo Leute, die mir wohlgesonnen waren, also Freunde oder Bekannte, sagten, lass mal gut sein jetzt mit dem, der Rhetorik, mit dem, also das kommt so schleichend, dass man Angst hat, verletzt zu werden. Hm. Das ist ja auf zwei Ebenen so. Verletzt oder umgebracht zu werden von den Bekloppten, ist das eine. Aber wenn man sich dann so abschottet und sagt, also der Übergang ist da, zu auch privat verletzt werden, dann wird es gefährlich. Hm. Das ist also ein plastisches Beispiel zu nennen, wenn heute Leute sagen, nee, ich will keine Beziehung, brauche ich nicht. Oder immer so, auch mit so einer tonten Rhetorik, immer so, ne? Und ich sage, lass mal fallen, die Maske, ich tue dir nichts. Das ist natürlich Schutz, den gibt es schlecht. So. Und sagt, boah, das ist ja grauenhaft. Und den gab es bei mir, rhetorisch geschickter. Aber es war im Kern dasselbe. Und ich hatte das vorher eigentlich nicht. Also das hat da so Spuren hinterlassen, dass ich mich ein bisschen so elegant und sehr unterhaltsam, aber überall so ein bisschen geschützt habe. Hm. Und dann habe ich ja gemerkt, und dann kann man ja auch dagegen arbeiten. Aber es hat Spuren hinterlassen. Hm. Das ist klar. Und es war nicht nur negativ. Es gab ja auch Lob und Komplimente und Unterstützung. Aber es geriet alles ein bisschen aus der Balance. Ich war auch gar nicht darauf vorbereitet. Heute haben ja Leute, die noch gar nichts gemacht haben, schon einen PR-Manager, einen Agenten, noch was. Ich hatte gar nichts. Ich bin so naiv da reingegangen. Man konnte gar nicht privat ein Management haben. Das war ein Monopol des Staates. Mhm. Ne? Und niemand hat mich darauf vorbereitet. Mhm. Und schon gar nicht dann auf den Rinderwahn, der dann kam. Mhm. Du warst ja selbst noch nicht öffentlich geoutet, ne? Also die Person, Georg Öcker, die öffentliche Person? Doch. Ach so. Doch. Also du musstest das jetzt. Das waren ein paar Jahre vorher. Ach Gott sei Dank. Ja, ja. Nein. Ich habe nie ein Doppelleben geführt. Das war auch nochmal so ein Schritt. Wie mache ich das? Wie vermittle ich das, dass ich auch schwul bin? Ich hatte da eigentlich kein Problem mit. Hm. Aber ich hatte aus Reaktionen erlebt, dass Leute oder sogar Kollegen sagen, ach so. Ich sage, nee, nicht ach so, ich spiele da nicht mich selber. Deswegen spielst du. Ja. Marie-Louise Marian Mutterbeimer hat privat, war die nie verheiratet, die hat kein Kind und ist die Mutter der Nation. Ist eine wilde Maus, die Alte. Ja, so. Und ein Schauspieler, der auf der Bühne Richard den Dritten spielt, geht nicht notgedrungen, läuft durch die Straße und bringt Leute um. Ich habe das nicht so gern. Das war echt, das hat so ein bisschen an meiner beruflichen Ehre gekratzt. Weil es oft so Augenbrauen hoch, ach, sie sind ach so, dann nicht das, ach so, ich hab sie erwischt, no way. Und das war so lustig, weil beim Casting, im ersten Casting, 1985 mit Hans Geißendörfer, hatte man mir zwei Rollen angeboten zum Vorsprechen. Mhm. Also eine war Carsten Flöter, die Rolle, die ich dann angenommen habe. Und das andere war Frank Dressler, der leibliche Sohn des Arztes, der heterosexuell ist, aber der mir viel näher war. Mhm. Also ein bisschen so, Hedonist, frech, gut gelaunt, der war mir viel näher. Und Carsten war eben eher bürgerlich schüchtern zurückhaltend. Hm. Ich fand es ganz spannend, also diese Differenz zu spielen, also jemand, der anders ist. You want to stretch as an actor? Yeah. Weil ich mache ja nicht Berlin Tag und Nacht oder 5667 Köln, also ich bin Schauspieler und fand das spannend. Wenn dann aber Leute kamen und sagten, ach, sie sind privat auch schwul, habe ich gesagt, also jetzt ist wirklich Schicht hier. Ne? Ich erinnere mich ganz doll noch, dass damals, ich weiß nicht, wer es war, aber dass Hugh Grant bei Wetten, dass zu Gast war und der hat in irgendeinem Film einen Mann geküsst. Und Gottschalk hat da so ein Riesenthema drauf gemacht. Also das war dann, der wurde mehrfach auf der Bühne gefragt, war das denn nicht furchtbar für sie, einen Mann küssen zu müssen vor der Kamera? Ich könnte das nicht. Und es ging ein Raunen durchs Publikum. Und dann sprang der auch auf, wollte das dann lustig machen, ist dann auf ihn zu und hat gesagt, komm Gottschalk, küss mich. Und Gottschalk ist quasi hinten über den Stuhl. Und also, wo man dann echt denkt so, wow. Also das war damals, das könnte heute nicht mehr gesendet werden, damals war das irgendwie noch so gang und gäbe. Da war noch ein richtiger Ekel, auch ein öffentlicher. Ja, vor allem ist es so völlig überschätzt, wenn ich als Schauspieler das mal sagen darf. Jemanden zu küssen von der Kamera, finde ich nicht so schwer. Also ist schon schön, wenn der Kollege nach dem Leberwurstbrot in dem Kaffee mal ein bisschen Listerin durchzieht. Du kennst die Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Titanic-Geschichte. Ja, genau. Und ich rauche und trinke Kaffee. Also ich war selber mit so einer Anstaltspackung Listerin unterwegs. Right. Das ist
Projektion ist ganz viel Choreografie auch. Mhm. Ne, wer schlägt wo einen Schatten? So. Und Zunge ist ähnlich, aber so tun als ob. Mhm. Ich kann vor der Kamera jeden küssen, wenn es zur Rolle passt. Eine 90-jährige Frau, einen 20-jährigen Jungen, es ist mir wurscht. Es gibt so viel schwierigere Sachen. Ambivalenzen, Brüche, Zwischentöne, ja. Gegen den Text spielen, Geheimnis transportieren, das ist so viel schwieriger. Und also, ja, küssen. Ich sag, was ist denn das für eine verklemmte Moral? Das ist nicht schwer, jemanden vor der Kamera zu küssen. Es ist dumm einfach. Ja, es ist wirklich, der Regisseur muss es gut auflösen, ein gutes Licht, Choreografie. Ich küsse da jeden, also natürlich mit Probe, mit Anlauf. Es muss Sinn machen, aus dem Kontext kommen. Aber es gibt viel schwierigere Sachen. Ja. Aber das zeigt natürlich eben so ein bisschen diesen bigotten Umgang damit. Man hat ja nicht Marie-Louise Marian gefragt, ob es schwierig ist, ihren Kollegen Joachim Luger, also Helga Beimer, Hans Beimer zu küssen, die kein Paar sind. Ja. Genauso schwer. Ja. Fragt aber keiner. Ja. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Hör mal auf, Oskar. Ich musste sehr lachen, weil ich habe ja auch ein Dreivierteljahr in Köln gelebt und musste sehr lachen, weil du die Läden beschrieben hast in der Nacht, als du die Liebe deines Lebens kennengelernt hast. Ihr wart erst im Champagner, wo ich sehr viel gesessen habe. Genau. Und das ist so ein bisschen verqualmte, verquaste Intellektuellen und ja, Säufer, Kölner Säuferbar, in der man sehr schön sitzen kann. Ja. Und dann seid ihr ins Hotel Timp. Ja, das ist den Hörern schwer zu beschreiben. Also Hotel Timp war eine Welt für sich. Ja, ist ein Hotel gewesen, in Anführungsstrichen, mit einer wirklich schäbigen Travestie-Show unten drin. Sehr teuer eigentlich, aber irgendwie halt dann auch schrill und lustig. Das war nicht teuer. Naja, also für so uns war das damals schon, da musste man schon, also man musste ja irgendwie den Mindestverzehr da zahlen. Und das war später erst. Früher war das einfach rein. Den Lumpensammler der Nacht, Bürgerpunk. Also ich habe eine lesbische Zuhälterin da kennengelernt. Ich habe Studenten saßen da. Wer immer übrig war in der Kölner Altstadt, der ging da gerne mal hin. Und es gab keine Bühne, es war ein kleiner Durchgang zur Toilette. Ja. Und da wurde so ein Kasten runtergeklappt. Also wie so eine Holzpalette. Ja. Da wusste man, jetzt kann ich auch nicht mehr aufs Klo, weil ich muss ja über die Bühne gehen. Vorhang zu, Licht an. Und dann traten auch Talentiertere. Swanny Fields ist da aufgetreten, Swanny hat geliebt. Genau, Swanny Fields, Claudia Cardell, es gab berühmte Größen, aber es gab auch trashige Nummern. Aber es war mir egal, man trank, es war fröhlich, es war echt sehr speziell. Es war weit weg von Ulala Shishi und so. Ja. Das war down and dirty, wenn man so will. Ein halbes Jahrhundert vor Drag Race, also es war es war noch Travestie vom Fass und eben nicht Drag. Es war auch so, das gehörte zu dem Hotel und morgens haben die Transen da durchgeputzt, da gab es das Frühstück da unten für die Hotelgäste. Ja. Und wenn jemand ein bisschen was bezahlen wollte für eine schnelle Nummer, dann ging das auch. Wahrscheinlich ja, ich nehme es mal an. Ja, ja. Und das war Kult. Also ich bin da auch wirklich mit prominenten Kollegen gewesen. Die musste man so ein bisschen vorwarnen. Ich war mal mit Gitta Henning da und der Besitzer Willi, der so ein altes Zirkuspferd war, der hat das mitbekommen, hat das Programm dann umgestellt und dann kam Fine de Cologne raus. Das war eine kleine Performerin mit ganz schlechten Zähnen und einer ganz schäbigen blonden Perücke und machte Gitta Henning, während Gitta im Original direkt davor sitzt und sich bepisst hat vor Lachen. Ich fand das super. Gitta hat Humor, Gott sei Dank. Ja, also ich habe da so schrille Momente erlebt. Ein paar, die ich aus Diskretionsgründen jetzt für mich behalte. das war toll. Naja, und mein Freund hat mich kennengelernt, dieser einen Knappe Champagner. Erzähl mir von der Nacht. Nee, wir haben uns angeflirtet. Ja. Durchs Lokal. Aber ich war mit Freunden da. Und der war das Lokal, ist nicht sehr groß, aber einmal um die Ecke rum. Und ich quatschte mit meinen Freunden. Ich war gerade von dem Filmfestspiel in Cannes zurückgekommen, wo ich eine Sendung gedreht habe. War gut gelaunt. Saß mit meinen Freunden da. Und wir hatten immer Blickkontakt, dieser fremde Mann und ich. Ja, aber sehr intensiv. Aber keiner hat so groß was unternommen, weil ich mit meinen Freunden da war. Und plötzlich war der weg. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Und da sagte einer meiner Begleiter, sagte, du, der Mann mit dem Flirts ist gerade mit dem anderen abgehauen. Scheiße. Ich so innerlich, blöde Sau. Aber naja, macht ja nichts. Und wenn wir weiter in dieses besagte Hotel Zimt, diese Altstadt, Drive-Trash-Kaschemme. Ja, und ich trinke mir so schön ein und plötzlich steht dieser Mann vor mir. In diesem the most unlikely place. Nein.
Und der steht so vor mir und ich stelle mich sofort auf den zu, freundlich natürlich, habe gesagt, so, wo warst du denn jetzt zwischendurch? Und er so, oh, sorry, I don't speak German. Ich so, oh, well, how did you find this place? Also, wie kommst du denn hier hin ausgerechnet? Und er sagte, ja, ich wohne oben in dem Hotel. Ich habe mir im Spartakus, ne, also im Gay Guide, den es ja nur in Print gab, Choices. Hatte er sich Gay Hotels in Köln rausgesucht. Oder Gay Friendly. Und es war preiswert. Da hat er da oben gewohnt. Er hat da eingecheckt und hat sich sehr gewundert. Mhm. Überall auch unterm Bett so Federn und Pailletten. Da dachte, aha. Aber er ist dann zurück ins Hotel in der Nacht. Und wollte nicht auf sein Zimmer und hörte Rambazamba, Musik und er wusste ja gar nicht, wo der ist. Und ging in das Lokal rein und staunte nicht schlecht. Gerade in England, wo du überall Sperrstunden hast, Türsteher, die Preise. Wow. Und hier kommen rein, lieber nein, komm rein, große Girls. Und da stand ich und da stand er. Und so begann es. And then you found love in a hopeless place. Ja, aber wirklich, das singe ich ja immer gern, auch in den unmöglichen Kneipen. I found love in a hopeless place. Wo ich immer zu den Leuten sage, sing nicht mit, sondern denk drüber nach. Und dann habt ihr habt euch da kennengelernt und seid direkt, ihr seid nach Hause und habt euch auch direkt verliebt, ne? Das war sofort. Bumm. Naja, verliebt. Jein. Also es war ja eine Vorgeschichte, also wenn du ein oder anderthalb Stunden so Augenkontakt und Flirt, aber man weiß ja nicht genau, was es bedeutet. Den nächsten entscheidenden Schritt war ich am nächsten Tag. Wenn du mit jemandem beim Frühstück sitzt, also in deiner Wohnung, und bist selber etwas verkatert, und der auch, und es scheint etwas ungnädig das Tageslicht herein, und man sich trotzdem wohlfühlt, weil man auch sich was zu erzählen hat. Also jenseits von Körperlichkeit, von dem Undefinierbaren, aber auch so, man hat sich was zu erzählen, man liest mal eine Zeitung, man guckt sich so an und der sitzt da, also postkoitale Gemütlichkeit. Und da ging es schon noch mehr auf an Gefühlen. Ja. Und dann habt ihr euch ein paar Tage getrennt, ich glaube erst nach Berlin, ne? Er ist nach Berlin gefahren, genau. Und ich hatte in Köln zu tun und in Hamburg. Und es war Pfingsten 1988. Und wir haben uns in Köln verabredet. Er wusste nicht, wo er in Berlin übernachten wird. Wollte spontan gucken. Natürlich kein Handy, gab es ja nicht. Kein Internet, kein nix. Also war wirklich so, wir gucken uns an, auf Wiedersehen, gute Reise. Wir sehen uns dann 5-6 Tage später, also am Pfingstmontag in Berlin. Ich habe dann ein Lokal vorgeschlagen, weil ich sage, es leicht zu finden. Und für den Engländer, Tom's Bar. Und es liegt an der Ecke und jeder kennt es. Another hopeless place. Genau. Naja, da habe ich schon viel Spaß. Ja. Und war direkt meine Ansage nach dem Motto, du hast dich in eine Sau verliebt. Da weißt du schon mal gleich, dass ich nicht im Café Kranzler mit ihm verabredet bin. Ja, aber wirklich so, ja, bis nächste Woche. Und guck dich so an. Ja. Und ich zu tun gedreht, nach Hamburg, Leute getroffen, von da aus nach Berlin, West-Berlin, und bin dann dahin zu der verabredeten Uhrzeit. Da schrieb man sich auf den Zettel, wenn man den verloren hat. Und da dachte ich noch, könnte ja sein, dass er gar nicht kommt. Und dasselbe hat er auch gedacht. Und dann bin ich rein und er saß da in der Bar. Und das war ganz toll. Dann haben wir hier, ich bei Freunden gewohnt, hatte da mit übernachtet. 4 Tage im Stück verbracht. Also einfach nur verliebt sein, sich Berlin angucken. Er war noch nie in Berlin. Es hat ja so einen Mehrwert, ne? Diese Geschichte, die er kannte, aber nicht gefühlt hatte, was das bedeutet mit der Trennung. Ich habe ihm viele Dinge gezeigt. Dann sind wir abends sogar ins Theater gegangen. Da wollte er unbedingt mit. Ich sage es aber auf Deutsch. Ja, da macht nichts. Ich habe ihm dann vorher ein bisschen erzählt, worum es geht. Saßen wir zusammen im Theater, Händchen gehalten. War ganz toll. Ach, schön. Und ihr seid dann dann wieder getrennte Wege gegangen oder habt ihr dann direkt auch geguckt, dass ist zurück nach London. Zusammen bleibt. Und er hat ja in London gearbeitet. Ah ja. Was hat er gemacht? In Köln. Im Vertrieb von Printmedien. Ah, okay. Und naja. Nee, dann war Fernbeziehung natürlich.
Und das war, ja, es war am Anfang nicht so leicht, weil mein Englisch war ganz gut, aber nicht zu vergleichen mit heute, weil ich hatte ja Norwegisch als zweite Muttersprache, also Deutsch-Norwegisch, Französisch auf dem Gymnasium, ich habe ein zweisprachiges Baccalauréat bilingue und Englisch fiel so ein bisschen ab. Aber man kriegt es ja auch so mit durch Popkultur immer. Klar. Aber das ist was anderes, wenn man sich nicht sieht und nur am Telefon spricht. Für ihre Leute, Skype, nein, nur hören. So wie heute beim Podcast, nur hören, nicht gucken, nicht anfassen. Also war es ja relativ teuer, die Ferngespräche, aber wir haben es mal abgewechselt. Jesus, ja. Und naja, dann bist du auf Englisch. Und das war okay, aber wenn du wirklich über Ambivalenzen, über Gefühle, über Abgründe sprechen willst, dann musst du es halt auch lernen am Telefon. Das ging. Wir sind ja viel gependelt. Ich mehr nach London, weil als Freiberufler habe ich ja auch mal frei. Ja, und hast wahrscheinlich auch mehr Kohle, oder nicht? Ja. Ja, ja, du hast auch nicht schlecht verdient, ja, aber wahrscheinlich ja. Wobei, die Verdienste beim Öffentlich-Rechtlichen sind nicht annähernd so, wie viele sich das vorstellen. Was ich später erst gemerkt habe, durch meine dufte Karriere bei Sat 1, mit dem ja daneben Schillerstraße und so. Ach so, kann man ja auch verdienen. Na toll. Ich habe Dinger gemacht für ein paar hundert Mark und so. Das war okay, aber ich war nicht reich, nicht annähernd. Und ne, das ging schon, immer viel gependelt, hin und her, immer häufiger. Ja. Schön. Und dann hast du die Entscheidung gefällt, tatsächlich nach London zu ziehen, ne? Der Lindenstraße auf Wiedersehen zu das sagen? Das hat natürlich eine Vorgeschichte, weil er mir erzählt hat, dass er HIV-positiv ist. Ach, da schon? Ja, das sind wir am Anfang. Sonst hätte ich es auch als Verrat empfunden. Also wenn man sich verliebt, ne, das muss man auch erzählen. Und ich kannte viele Freunde, die positiv waren. Ich war da schon auf vielen Beerdigungen gewesen. Das war ja hoch der AIDS-Zeit auch bei uns in Deutschland. Ein Albtraum. Also das kann man auch wirklich nicht beschreiben. Was, ein paar Jahre vorher war es vielleicht noch schlimmer, aber also eine Hysterie, eine Ängstlichkeit, eine Bedrohung, auch von politischer Seite. Stimmt. Es war ganz schlimm, auch Misstrauen unter schwulen Männern und so, was mache ich jetzt? Und ach, der sieht doch ein bisschen komisch aus, vielleicht sollte ich nicht mit dem so eine. Aber es war ja auch konstanter Verlust einfach. Ne? Ja, also konstanter Verlust, aber ich finde, ein sehr großer Verlust ist auch die Angst vor dem Verlust. Ne, zum Thema, ich mache dann mal weiter. Also Kinder, es ist echt schwierig. Kurvensitz ist auch kacke, aber lass uns einen Weg finden oder über die Ängste sprechen. Es war schlimm, es war schrecklich. Und es war abzusehen, also, dass die Party für denjenigen nicht ewig weitergeht damals. Es gab die ersten Medikamente, aber die hatten sehr viele Nebenwirkungen. AZT war ja ein Horror. Ja, ja. Dann gab es irgendwie noch was. Und das habe ich nicht ignoriert, aber da war ich eben so wieder kämpfen. Love conquers all, also Liebe besiegt alles. Habe ich ja nicht wirklich geglaubt, ich wäre nicht blöd. Aber die Hoffnung, die Kraft, die hatten wir beide. Und innerlich wusste ich aber, unsere Zeit ist toll, aber sie wird zeitlich sehr begrenzt sein. Es ist schwer gefallen, darüber zu reden, aber es war klar. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, dann werden wir die Zeit intensiv nutzen. Und dann habe ich wieder in der Lindenstraße aufgehört. Es wurde auch falsch kolportiert. Die Leute haben gedacht, ich habe aufgehört, weil ich so bedroht wurde. Wegen der ganzen Beschimpfung, Bedrohung. Das hat mich geärgert, weil ich sage, nee, ich bin Kämpfer. Das wäre der einzige Grund, warum ich jetzt bleibe. Es ist falsch berichtet worden. Nein, es waren private Gründe. Und ich habe gekündigt hier alles und bin zu ihm nach London gezogen. Die haben Carsten Flöter als Cliffhanger quasi oder als Geschichtsauflösung nach Australien geschickt. Fängt ein neues Leben an. Genau. War da quasi geparkt. Na, aber eigentlich raus. Also es war nie die Option, ich brauche keinen doppelten Boden. Es war nicht so, ich bin mal. Nee, nicht von dir aus, aber man könnte. Technisch kann man ihn zurückholen, er ist jetzt nicht im Flugzeug. Gut, weil es kann man ja auch tote Leute zurückholen, wie Bobby, die Jungen in der Dusche stand. Oder, ich habe ein neues Gesicht, ach, ich habe nur geträumt. Genau. Also, nein, es war schon ein klarer Schritt. Und ich habe damals ja immer noch, war immer noch eingeschrieben als Student. Und habe die Zeit dann genutzt, in London meine Magisterarbeit zu schreiben. Aber überwiegend war ich einfach da als, wie ich gerne sage, Hausfrau und Mutter. Was ich ja nicht wirklich bin. Ich habe unhäuslich und habe auch kein Kind.
Ja, es war einfach so, ja, playing for time, lass uns mal diese Zeit genießen. Wir sind auch sehr viel gereist, haben Leute eingeladen. Also wir haben das schon voll gelebt. Die Zeit gefüllt mit Erinnerungen, ja, und ja, Leben. Aber auch mal gemütlich zu Hause und ja, so. Es war echt nicht leicht, aber es war intensiv. Es ist schwer, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen, wenn man das noch nie annähernd erlebt hat oder sich noch nie in sowas reindenken musste. Aber die, also zu wissen, dass man ja die Liebe seines Lebens getroffen hat und dass jetzt ein Timestamp da ist und dass es irgendwie heißt, okay, das ist, ja, das hat irgendwann ein Ende und wahrscheinlich ein baldiges und auch kein schönes. Und ihr müsst jetzt irgendwie versuchen, die Zeit, die ihr habt, miteinander mit guten Erinnerungen zu füllen und nicht die ganze Zeit dran zu denken, was bevorsteht. Genau. Das hat natürlich auch in dem Schrecklichen alles einen guten Aspekt, dass man sich dessen bewusst ist, dass man endlich ist. Das wissen wir alle. Ja. Aber manchmal denkt man auch, oh, ja, mach ich in 10 Jahren. Und dass man mehr auf Qualität setzt, miteinander. Also auch in ruhigen Momenten zu Hause. Aber auch, wo wollen wir noch hin, klingt so gemein, aber was wollen wir sehen, was wollen wir erleben, was wollen wir nicht erleben, mit welchen Bagatellen wollen wir uns gar nicht mehr beschäftigen. Das gibt dem auch eine Kraft, aber in dem Schmerzhaften natürlich. Und es erleben ja sehr viele Leute, dass der Partner, die Partnerin erkrankt und nicht geheilt wird. Das gibt es unglaublich oft, ja, aber meistens in einem anderen Alter. Ich war damals 27, 28 und er war 30, 29, 30. Und da zu erfahren, dass das, ja, überschaubar ist, ohne dass man weiß, wie lange. Es war ja immer dieses, was ich sage, mit playing for time, immer dieses, es gab Fortschritte medizinisch schon. Da kam da noch was, dann gab es wieder Meldungen, Hoffnungen, dann gab es so mysteriöse Dinge wie Longtime Survivor, wo man nie erklären konnte, warum die ewig leben, ohne Medikamente zu nehmen. Es war immer schon so, ja, ich mache dann mal weiter. Also haben wir auch bis zum Schluss. Und der Schluss kam dann, welches Jahr war das? Januar 93. 93 ist er gestorben. In London. Ja. Und du warst noch in Deutschland und hast festgesessen? Genau, ich war gerade in Köln, weil ich da was gedreht habe. Also ich bin ja punktuell nach Deutschland. Ja. Und haben wir telefoniert, ihm ging es auch schlecht. Ja. Und er war aber sehr emanzipiert und sagte, ich fahre jetzt mal ins Krankenhaus an dem Sonntag. Ich sage, ich fliege morgen früh. Und alles schon gebucht und vorbereitet. Und kurz bevor ich zum Flughafen fuhr, riefen seine besten Freunde an und sagte, dass er gestorben ist. Da bist du hingeflogen, hast die Wohnung ausgeräumt in deiner Trauer, in deinem... Ja, mit seinen Geschwistern und so, ja, genau. Ja. Und bist da geblieben oder bist du zurückgekommen? Nein, da war für mich klar, hier kann ich nicht bleiben. Es gibt doch keinen Grund mehr. Ich bin jetzt oft in London, ich habe da Freunde, ich liebe London, den britischen Humor, das Theater, den ganzen... Ja, ich mag sie sehr. Außer Boris Johnson. Aber es gibt schon auch tolle Leute da. Und, oder Katie Hopkins. Ja. Aber für mich war klar, hier kann ich nicht bleiben. Ich habe keine Wohnung. Ich bleibe nicht in der Wohnung. Also das ist ja wie, ja, als ob die Gespenster da sind oder man in einem Mausoleum wohnt. Ja, ja, ja. Das geht gar nicht. Es gibt keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Na ja, klar. Ich habe dann noch natürlich die Verabschiedung organisiert, die Bestattung. Also es war noch einiges zu tun, aber dann war klar, ich gehe zurück nach Deutschland und wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte keinen festen Job mehr, jetzt hatte ich auch keinen Partner mehr. Und war in tiefer Trauer und dachte, naja, mal schauen, ne? Bin zurück nach Köln. Und hast dann relativ schnell, also in der Trauer fällt es einem wahrscheinlich nicht auf, dass man körperlich nicht auf der Höhe ist, dass man keine Kraft hat, weil man schiebt es natürlich auf die Trauer. Man denkt, das hat damit zu tun, ich habe keine Energie, ich will nicht aus dem Bett, ich bin ständig angestrengt, hängt natürlich mit der Trauer zusammen. Ja. Was war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, mit mir ist irgendwas körperlich nicht auf dem, irgendwas läuft schief? Das war Karnevalsdienstag 1993. Also der Tag praktisch nach dem Höhepunkt, also der postkoitale, das Abfeiern.
Und in Köln ist es schwer, dem Karneval zu entkommen. Entweder fährst du woanders hin oder sonst so. Ja. Und ich lag wirklich tagelang zu Hause heulend im Bett. Bin dann aber Karnevalssonntag, glaube ich, oder Rosenmontag mal in so eine Stammkneipe gegangen. Das war natürlich ein Riesenfehler. Und guckst du denn so traurig? Komm mal her. Ich wirklich so, Gott. Die sind ja nicht verkehrt, die sind richtig, ich bin hier verkehrt. Bin sofort wieder nach Hause und dachte, das wäre eine tolle Idee. Und dann war Karnevalsdienstag und ich merkte, also irgendwas stimmt hier nicht. Das merkt man einfach so innerlich. Mhm. Und da waren ja auch die Arztpraxen wieder auf und bin dann hingegangen zu meiner Hausärztin und die machte ein paar Untersuchungen, guckte mich an, sagte, sie sind hochanämisch und was nicht alles, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Mhm. Und dann bin ich Karnevalsdienstag, Veilchendienstag in die Uniklinik in Köln gefahren. Das kann ja eine Notaufnahme auch noch. Also ist ein Film. Das ist ja pure Comedy. Du sitzt da, also wirklich, weil die sagen, sie müssen sofort dahin. Und überwiegend kommen in der Notaufnahme Leute vorbei, die besoffen, also besoffene Lappenclowns mit gebrochenen Beinen, das Tanzmariechen mit einer blutigen Nase, aua, aua. Und ich saß da und fing auch an zu lachen. Ich sagte, das ist ein Fellini-Film, was hier läuft. Ja. Da war so eine Frau in so einem Tigerkätzchenkostüm, die wurde auf so einer Trage reingebracht, hat sich scheinbar im Suff die Beine gebrochen. Oh Gott. Also das war sehr speziell, ja. Und dann gab es so Untersuchungen und dann gesagt, bleiben Sie mal hier. Ja, wurden weitere Untersuchungen gemacht und dann bekam ich nach ein paar Tagen zwei Diagnosen. Die eine, dass ich HIV-positiv bin und die andere, dass ich Morbus Hodgkin habe, einen Lymphdrüsenkrebs. Double whammy. Und die haben dir auch gleich dazu gesagt, dass sie nicht beides gleichzeitig behandeln können. Ja. Es gibt entweder oder. Du musst dich jetzt entscheiden. Ja, nacheinander. Song, Tor 1 oder 2, so war es. Nein, es war klar, du musstest erst den Krebs besiegen. Weil es gab eben nicht so viele retrovirale Medikamente. Und das hätte sich versendet unter der Chemotherapie, um es mal böse zu sagen. Und beides war ja bedrohlich. Das eine war so ein bisschen auf kürzerer Strecke, der Krebs, und das andere auf einer längeren. Ja, und dann haben die zu mir gesagt, das müssen wir behandeln mit einer Chemotherapie. Und die waren echt gut. Und haben gesagt, es gibt praktisch zwei Möglichkeiten. Das eine ist so die klassische Chemotherapie. Das hat eine recht hohe Erfolgschance. Aber wir haben auch eine neue, die ist also auch getestet und zugelassen. All die ist heftiger. Die ist aber sehr vielversprechend. Ich habe natürlich gesagt, so, immer die heftige. Ja, wirklich so, weil ne, ich bin dann, ja, wenn ich kämpfe, richtig. Ja, ja. Weil wenn man die leichtere nimmt, nicht funktioniert, muss man eher auf die heftige umsteigen. Ja. Ich sage, komm, beschieß mich. Das war extrem. Also das war, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Ich hatte kein Haar am Körper. Ich quoll auf. Also das war heftig. Hat aber funktioniert. Hat funktioniert, Gott sei Dank. Du hast sehr rührende Geschichten auch aus dem Krankenhaus geschrieben. Ja. Mit dem jungen Zimmernachbarn. Wie alt war der? 20? 20. Ja, HIV. Er hatte sich infiziert durch Blutkonserven. Mhm. Der war Bluter und hatte natürlich Blutkonserven bekommen, zu einem Zeitpunkt, wo die noch nicht getestet waren. Mit 10 oder 11. Und der war so positiv. Wir waren das Sonnenscheinzimmer. Er war neugierig, der war frech. Also wir waren wie Geschwister. Da lief im Fernsehen Victor Victoria, die Komödie mit Julie Andrews. Und zum Thema Unterricht, Schulunterricht, Ambivalenz, und den gucken wir. Ne? Gender, Rollenspiel, Klischee, wie auch immer. Und der hatte ganz viele Fragen, der fand das auch toll. Und der hatte auch eine Freundin, der wusste, ich bin schwul, kein Problem. Dann haben wir auch manchmal was gepichelt. Soll der Scheiß, und der ganze Chemikalien kann man aber trinken. Und die Schwestern waren total gerne bei uns. Also die Krankenschwestern. Das war toll. Das war super. Und trotzdem ist es ein Ausnahmezustand. Es war für uns immer klar, unausgesprochen, dass wir nicht Freunde wären außerhalb dieses Systems. Aber hier sind wir voneinander da. Hat hier irgendeinen allergischen Ausschlag nachts. Hat das Licht angemacht und hat mich angeguckt und gesagt, das hatte ich auch schon mal, das ist das und das. Und rief die Schwestern. Das war ganz toll. Und
Naja, der war ja klar, der musste ab und zu da rein, zu Kontrollen, ich auch. Wir sind uns aber nie wieder begegnet. Und so ein, zwei Jahre später habe ich die Tageszeitung, die Kölner Stadtanzeige aufgemacht. Und da sah ich die Todesanzeige. Hm. Und das war kurz zu seinem 20. Geburtstag. Das ist schlimm. Das Absurde ist ja, wenn man das aus heutiger Sicht hört, wo man mit einer Tablette, also ich nehme eine Tablette am Tag und ich bin fein und ich habe keine Nebenwirkungen, das kann man sicher, es ist ja für damalige Verhältnisse nicht vorstellbar, vor allem die Gnade der späten Geburt, das hast du ja auch zitiert, ich benutze das auch oft, die Leute, die eben, damals waren es ja Monate, die darüber entschieden haben, ob du die Chance hattest, an Medikamente zu kommen, die das Leben verlängern und mit denen du heute noch am Leben sein kannst oder ob du eben einfach kläglich krepieren musst. Da lagen ja wirklich nur Monate dazwischen damals. Also ich glaube, der Irrsinn. Und der Kleine hat es nicht geschafft, leider. Nee. Ja, okay, und dann bist du da raus. Was mich speziell, weil ich seit locker 25 Jahren mit Depressionen kämpfe, was mich speziell berührt hat, war diese Situation, bei dir war es das Cortison, die hatten dich auf sehr hohe Dosen von Cortison gesetzt. Mhm. Und du hattest deswegen, als du dann geheilt, also der Krebs war weg, aus dem Krankenhaus rauskommst zu Hause, was diese Situation mit dem Brot und der Salami. Du wolltest dir ein Brot machen und die Salami war auf den Boden gefallen und da standst du dann, hast es nicht geschafft, die aufzuheben und hast es nicht geschafft, den Kühlschrank zu machen. Und ich beschreibe in meinem Buch eine ähnliche Szene, bei mir war es damals auch lustigerweise in Köln, wo der erste heftige Depressionsschub kam. Ich hatte ein Stück Butter auf dem Tisch, das ich über Tage nicht wegmachen konnte und das schmolz so vor sich hin und wurde dann, hatte auch plötzlich sowas Anklagendes. Ne? Es stand da und hat mich an alles erinnert, was ich nicht schaffe. Und jeder andere Mensch und auch ich heute aus Retrospektiv würde auch sagen, na, stell doch einfach die scheiß Butter weg oder schmeiße weg. Es ist schwer zu vermitteln für Leute, die es nicht kennen. Ich hatte Glück, weil ich hatte vorher keine Depressionen und danach auch nicht. Die waren also endogen, die waren hervorgerufen durch das Cortison. Ich habe Cortison in so hohen Mengen bekommen während der Therapie, dass es am Anfang fällt das so rauf. Hm. Ich war so fröhlich im Krankenhaus. Da war auch mal eine Ärztin, die sagte, entschuldigen Sie, sind Sie sich bewusst, wie schwierig das bei Ihnen ist? Also ich war, hallo, ich bin ja auch immer gerne mal fröhlich. Ja. Aber das war eher so, ja, Cortison. Und die haben es mir, glaube ich, auch gesagt, aber man nimmt nur begrenzt viel auf, dass wenn das dann nachher schleichend abgesetzt wird am Ende der Therapie, das den gegenteiligen Effekt hat. Hm. Also, dass es immer weiter runter geht, immer down, 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 down. Und als es dann ausgeschlichen war, war ich wieder wie vorher. Aber diese Erfahrung war schon sehr speziell, muss man sagen. Also, es gab Phasen, wo ich suizidal war. Hm. Es gibt ja Gründe, warum ich es nicht getan habe, offensichtlich. Gott sei Dank. Ich hätte so viel verpasst. Ja, das Lustige ist, ein Großteil meiner Karriere kam mir erst danach. Also sehr viel mehr Fernsehen, Sachen zu entwickeln, Bühnenshows, das kam mir alles danach. Also Gott sei Dank. Aber es waren nicht Depressionen, also die immer da sind, sondern wirklich nur in dieser Cortisonphase. Ja, du nennst es dein Annus Horribilis, also das Jahr der schlimmsten Super-GAUs in Serie, die man sich vorstellen kann. Ich musste an Joan Didion denken, an The Year of Magical Thinking. Ja. Das ist so sehr. Ich hatte mal einen sehr schönen Abend mit Joan Didion und Vanessa Redgrave. Ach, die hat das Stück ja dann für sie gespielt hat. Genau. Ja. Die hat ja, also, es ist ja eine autobiografische Erzählung. Hm. Dann haben sie es für die Bühne adaptiert. Und die es nicht kennen, es ist die Geschichte einer intellektuellen Ehefrau, die ihren Mann verliert, der ins Krankenhaus kommt. Und sie beschreibt eben diese Phase. Und ihre Tochter. Ja, gegen Ende stirbt dann eben auch noch die Tochter. Und sie beschreibt das eben sehr tragikomisch. Hm. Ernst, aber auch lustig zwischendurch. Und Vanessa Redgrave, die ich sehr verehre, hat es im National Theatre in London gespielt. Nachdem ihre Tochter gestorben war? Ja, es war, glaube ich, irgendwie, ob das davor war. Ja, die hatte auch so eine Rutsche da. Ihre Geschwister sind gestorben. Also jedenfalls durch einen gemeinsamen Freund, einen Autor in England, waren wir hinterher zusammen. Sie kannte mich ja nicht. Wir saßen an einem Tisch, verschiedene Leute, unter anderem eben John Didion und Vanessa Redgrave. Das war toll. Das glaube ich. Ja, echt toll. Weil es, gerade sie auch als Schauspielerin, also Redgrave, ist ja eine politische Denkende, Aktivistin. Hm. Die hat ja Stress im Geheimdienst gehabt, die war Trotzkistin, die war frech, die war laut. Und da hat natürlich einen Anknüpfungspunkt. Also nicht nur so Schauspieler-Eitelkeiten, sondern da ging es richtig innerlich zur Sache. Hm.
Du bist dann zurück zur Lindenstraße, ist das richtig? Ja, wobei zuerst habe ich dann, also ich musste erstmal mich dann so auskurieren, aber dann war sofort die Energie auch wieder da. Ja. Ich sage, so was machen wir jetzt? Ich mache dann mal weiter. What's next? Da kommt ja eben der Titel. Ja. Und habe dann, kamen so ein paar Sachen parallel, zuerst angefangen, für eine Produktionsfirma Formate zu entwickeln, also Fernsehformate, oder bereits vorhandene weiter zu entwickeln, mhm, also mit Leuten zusammen. Daraus sind Sendungen entstanden wie Blond am Freitag mit Ralf Morgenstern, das ZDF. Kaffeeklatsch. Genau. Genial daneben. Genau, na, genial daneben war ich nur Gast. Okay. Aber Schillerstraße ist auch aus Ja, das war im Prinzip schon da. Ich habe nur an Feinheiten mitgearbeitet. Mhm. Das ist sehr viel später. Also ich habe angefangen, ja, Sachen zu schreiben und zu entwickeln. Und das war die Kraft, die ich aus diesem Tiefpunkt herausgezogen habe. Weil mir war vorher in der Redaktion klar, also das Spielen von Rollen allein wird mir nicht reichen. Mhm. Ich bin zu speziell. Für gewisse Sachen, die kann ich nicht, da wird man mich nicht nehmen. Für andere habe ich einen zu hohen Anspruch. Drehbücher habe ich zugeschickt bekommen, wo ich dachte, also muss man sich schön reden. Ich habe auch Respekt vor vielen Leuten, die sagen, ich bin Schauspieler. Ich habe zwei Kinder. Es wird gespielt, was auf den Tisch kommt. Ja, eben. Und habe ich auch gemacht. Also ich war jetzt nicht so heilig. Hm. Aber ich dachte manchmal, ach du Scheiße. Und das aus dieser Krise ist es dann auch entstanden, ich sage, ich muss eigene Sachen auch mal entwickeln. Ich kann ja nicht immer nur da sitzen und warten. Hm. Francis Ford Coppola hat mich angerufen, ich muss schon was machen. Und da sind so Sachen daraus entstanden. Und dann hat Hans Geißendorfer, der hatte mich immer wieder gefragt, weil der lebt auch in London, wie es der Zufall will. Wir haben uns also in London mal getroffen. Und er hat immer wieder gefragt, willst du nicht mal zurückkommen zur Lindenstraße? Und ich meine, nö. Ich liebe das, war eine tolle Zeit, aber nö. Und nachdem ich eben die anderen Sachen hatte, also ich habe Hörspiele gemacht, ich habe Sendungen entwickelt, ich habe Bühnenshows gemacht, ich habe die Rosa Sitzung, die erste schwul-lesbische Karnevalssitzung Deutschlands mitkreiert, die dann Herr von Sinn moderiert hat, weil es gab keine Frau. War das aus dem Gloria? Ich erinnere das aus dem Gloria. Ja, genau. Wahnsinn. Und das wurde dann direkt vom WDR übernommen als Fernsehsendung. Ich habe da noch, wie gesagt, ich habe ja 98, ein Dreivierteljahr in Köln gelebt. Ja. Diese ganzen alten Viecher, die es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, Wanda-Rumor, Annette Küppers-Busch, Pelle Pershing. Genau. Kannst du dich an diesen, mit Sondheim im Bett, an diesen Abend erinnern? Das war, glaube ich, mit Sondheim im Bett. Da haben sie alle, die ich gerade genannt habe, haben Sondheim gesungen. Ja. Glaube ich auch in Gloria. Ja. Das war damals mein erstes schwules Revue-Programm, wo ich mich reingetraut habe alleine. Ich war sehr einsam in Köln. Aber der hat mich nachhaltig bewegt, der Abend, der war toll. Ja. Genau, also Rosa-Sitzung. Also ich hatte so Sachen schon so entwickelt, war dann mit Hans Geißner veressen, der hatte mich eingeladen und da sagte er nochmal, willst du nicht, ihr habt eine Idee, zurückkommen. Und ich wirklich so gar nicht aus Eindruck kam, so, ja, weiß nicht. Und dann wieder für Rotwein. Dann habe ich gesagt, mir ist wichtig zu klären, was wir eigentlich erzählen wollen. Ich habe ja auch andere Projekte. Ich muss es nicht unbedingt machen, aber mein Herz hängt schon auch noch daran. Hm. Was wollen wir jetzt erzählen? Wir können nicht eine Neuauflage machen, hier ist wieder ein schwuler Mann. So. Und da haben wir lange diskutiert dann im Abend. Denn das Ende des Abends kann ich mich nicht dran erinnern, weil sehr viel Rotwein. Ich habe gelesen, dass sie einen Vertrag aufgesetzt haben auf einer Serviette, wie sich das in Hollywood gehört. Dafür liebe ich Hans. Dafür liebe ich Hans Geißner, für den Spieler, genau wie ich. Und dann war der Haken bereit, dann haben sie eine teure Stoffserviette und schrieb darauf so einen Vertrag. Also, Kragkürzel, was auch immer. Ja. Und jetzt setzte dann eine Summe ein. Und ich habe über Kopf gerade noch gesehen, dass er eine 0:4 drauf gemacht hat. Und ich so, ja komm, gib mal her. Dann habe ich meinen Bruder angerufen, der Anwalt ist, und habe gesagt, sag mal, gelten Verträge eigentlich auch auf Stoffe werden? Sondern mein Bruder, ja klar, es ist nicht definiert, ob was für Material das geschrieben sein muss. Es war natürlich nur Gekrakel. Ja. Und dann habe ich Hans Geißendorfer angerufen. Ich sage, du, ich habe diese Werte in den Vertrag. Sagt er, was für ein Vertrag? Ich sage, bist du wieder nüchtern? Ich komme mal vorbei. Dann habe ich mir so mit dieser Serviette immer vor in der Nase rumgewedelt. Und dann hat er sehr gelacht und na, so konnte ich zäunen. Nee, sag ich Hans, aber vielleicht komme ich ja nicht zurück. Also das war so ein Spiel. Ja. Und dann haben wir uns länger über den Inhalt auseinandergesetzt. Und aus meiner Erfahrung heraus entstand die Geschichte, dass peu à peu Carsten und sein Partner ein HIV-positives Kind
erst in Pflegschaft bekommen und dann adoptieren. Weil wir einfach den Skandal thematisieren wollten, dass damals natürlich schwule Männer nicht adoptieren konnten. Ein Single konnte unter verschärften Umständen adoptieren. Was ja völlig bekloppt ist. Also ein schwuler Mann kann theoretisch ein Kind adoptieren, zwei, die ein Paar sind, nicht. Ja. Das war damals so. Und was aber gerne genommen wurde, ich sage jetzt so zynisch, wie es ist, nehmen Sie doch ein HIV-positives Kind in Pflegschaft, die gehen nicht so gut weg, ne? bei der Bourgeoisie. Also genauso verfickt zynisch war die Haltung. Ja. Und das hat mich auf die Palme gebracht. Ja. Und Hans guckt mich dann eben so ein Kämpfer, der alte Hetero, sagt, das machen wir, das ist ja unfassbar. Und dann haben wir die Geschichte erzählt. Und deswegen konnte auch nur Carsten den kleinen Felix adoptieren. Er war zwar liiert, aber ging nicht. Und das haben wir so langsam entwickelt. Also solche Geschichten, dass auch Carsten dann zum Beispiel nicht monogam ist, aber aus dieser Nicht-Monogamie, als sein Freund weg ist, aus Einsamkeit zu einer Art Sexsucht wird. Also jetzt mal durch München und überall. Das ist natürlich schwer zu erzählen in der öffentlich-rechtlichen Familienserie. Aber wir gingen so weit, wie wir konnten. Und das waren dann schon, wie ich fand, recht moderne Themen. Ich fand die Lindenstraße eh, was die Themenauswahl anging, eh immer recht modern. Ja. Also die haben sind ja auch von nichts zurückgeschreckt. Gar nichts. Das war immer nur, viele junge Leute hielten es dann halt nicht für hip, weil das Haus genauso aussah wie das Haus, in dem die aufgewachsen sind. Ja. Ein deutsches Treppenhaus, ein Haus aus den 60er Jahren. Die Leute hatten die Klamotten an. Die Leute sahen aus wie normale Menschen. Ja. Und da war die Entscheidung, will man Baywatch gucken oder Lindenstraße, sind halt zwei Welten. Lindenstraße hat halt keinen Glamour-Faktor, ne? Also nee, aber man hat halt trotzdem, man hat die Geschichten erzählt, die wichtig waren, aber halt dann eben so, dass auch der Zuschauer zu Hause eventuell da nicht gleich abschaltet oder denkt, das findet halt in Hollywood statt und nicht bei uns. Genau, das ist eher Englisch, das Vorbild Coronation Street. Ja. Spielt eben auch in der normalen Straße, Local Pub und nicht der Eskapismus, der völlig okay ist, ich sehe auch gerne mal eskapistische Dinge. Man darf das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Ja. Aber wir haben es wirklich geschafft, ja, Themen zu setzen in der Lindenstraße und sehr, sehr weit zu gehen. Ja, habt ihr tatsächlich. Ist Carsten Flöter, hatte dann Carsten Flöter, wie ist der raus aus der Serie? Ja, da war er ja drin, da war bis zum Ende drin. Bis zum Ende drin. Ja, ja, klar. Okay. Ich erinnere mich, dass es dann ein öffentliches Coming-out als HIV-positiv gab. Wie kam es dazu? Ja, es war auch furchtbar schwierig, weil ich den Punkt erstmal nicht gefunden habe. Man darf ja nicht vergessen, also ich habe die Diagnose 93 bekommen. Ja. Da war ich aber nicht im On. Man wird schnell vergessen. Ja. Also war es gar kein Thema eigentlich. Dann war ich ab Ende 95 wieder im On. Da war das für mich schon ein Stück Normalität. Ich habe es nicht verdrängt und nicht vergessen. Vor allen Dingen wussten meine Kollegen das. Ich musste Hans Geißendorfer, dem habe ich das früh erzählt, weil der in London wohnte, kannte den meinen Freund. Der wusste, der ist gestorben. Geißendorfer ist nicht blöd. Und die Riesenverträge, geht es auch um eine Ausfallversicherung, die man nicht als Schauspieler bekommt, sondern der Produzent, falls er Sachen neu drehen muss, die schon angedreht sind. Ja. Das heißt, das muss ich mir erzählen. Meine Familie wusste das, meine Freunde wussten das, viele Kollegen wussten das. Es war gar nicht so geheim. Aber das sind ja immer so mehrere Stufen, damit du öffentlich bist. Muss ich das jetzt noch offiziell der Nation verkünden? Da hatte ich A, Schiss vor. Und B, wusste ich auch nicht, über welches Medium. Schiss in dem Sinne, als Freiberufler, will I ever work again? Ja, eben. Also 95 ist das nicht unbedingt von Vorteil gewesen. Ich glaube nicht, dass ich Sachen wie Schillerstraße und so bekommen hätte, wenn es bekannt gewesen wäre. Ich würde sogar definitiv sagen, dass ich sie nicht bekommen hätte. Also war ich nicht opportunistisch, aber ich sage, okay, alle, die mir wichtig sind, wissen es sowieso. Mir geht's gut. Und so sieht's aus. Und naja, dann es ging ja viele Jahre. Wir sind ja, wir reden jetzt mal von 15 Jahren. Und mir geht's gut. Dank auch der Fortschritte in der Pharmazie und durch meine Lebensfreude und durch alles. Also, es war wirklich in Ordnung. Dann gab es eben eine Phase,
wo ich zu viel gearbeitet habe und wo ich nicht gemerkt habe, was einsetzte damals, ist heute auch kein großes Problem mehr, aber eben das Waist-Syndrom, also dass du Gewicht verlierst. Lipatrophie oder wie es heißt? Genau, Lipoatrophie. Ja. Lipoatrophie. Das kommt ja meistens schleichend. Ganz früher, wenn die ersten Medikamente kamen, schnell. Ja, rasant. Ne, dass die Leute aussahen, diese Skelette. Ja. Später nicht mehr so. Salopp AIDS-Face ist genannt. Ja, genau. Ja. Also ganz übel. Ja. Und was die Leute darunter gelitten haben, natürlich. Bei mir kam es mir so schleichend. Und ich habe es ignoriert. Hm. Vielleicht wollte ich es ignorieren. Das weiß man ja nie so. Habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe im Quatsch Comedy Club eine Bühnenshow gehabt. Ich war mit einer interaktiven Krimi-Show Fang den Mörder auf Deutschland-Tour. Ich war Producer von Blond am Freitag und Redakteur. Ich war Producer und Redakteur von Kaffeeklatsch. Ich habe mit Thomas Hermanns Popclub für ProSieben entwickelt, habe Lindenstraße gedreht und dann kam Schillerstraße. Jesus. Natürlich nicht alles allein, aber in Teams. Mhm. Ich habe wirklich, und sehr gerne, das sind alles Herzensprojekte. Mhm. Sonst hätte ich ein paar davon abgestoßen. Also ich schwebte da so durch, aber ohne Ende. Und hab das nicht so gemerkt oder wollte es nicht merken. Und ja, dann kam so, klar, ist ja klar, wenn man sich Gesicht ins Fernsehen hält, kam so, was ist denn mit dem, der sieht aber komisch aus. Ach so, okay. Ja, 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 und dann gab es also Gerüchte und dann bin ich immer schneller vorweggerannt, ne, wie so ein Hamsterrad. Hm. Hab das überspielt, hab gesoffen, zu wenig geschlafen, zu viel gearbeitet, ne, immer so, Ja, und dann irgendwann, genau. Dann gab es eine Interviewanfrage von Schwulissimo. Ich möchte nicht über den Titel reden. Die mag ich aber sehr. Ne, das war mir wurscht, weil die beiden das Interview mit mir gemacht haben. Die kannte ich schon ewig. Volker und Viktor aus Köln. Die sind Fotografen und machen da so eine Reihe eben Interviews und Porträts. Und die haben nur angefragt. Und dann dachte ich plötzlich, oh, mach ich das mal? Wir haben über 100.000 Dinge gesprochen. Langes Interview, Fotoshooting, sehr entspannt. Und ganz toll war, die hatten ein Aufnahmegerät, ist, dass die das dann ausgemacht haben, sich ein bisschen vorgebeugt haben und sagen, und sagten, möchtest du eigentlich über diese ganzen Gerüchte sprechen? Die waren ja schon massiv. Mhm. Auch verbreitet durchs Internet. Mhm. Da waren viele Halbwahrheiten, Übertreibungen und auch Lügen drin. Aber im Kern war da schon ordentlich was los. Hm. Möchtest du darüber reden? Und ich so intuitiv, ja klar, mach ruhig das Gerät wieder an. So, hm? Und ich wusste nicht, voyeuristisch. Das war mein Problem in den Jahren davor. Hm. Ich bin ja von der Boulevardpresse richtig gejagt worden. Ja, klar, mit Paparazzi und Fotografen und also schreckliche Dinge. Und da habe ich nur gedacht, ich bin Kämpfer. So, ihr Schweine, so läuft das hier nicht. Hm. Dass ihr mich in so eine Ecke treibt, damit ich nach einer Bildzeitung Auflagenfutter bin. Ja, ich habe davon nichts. Ihr macht eine blöde Überschrift, die soll dann auch nett gemeint sein. Oh, wie mutig. Und lacht euch ins Fäustchen. Und da habe ich wirklich so gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich rede nicht mit der Boulevardpresse. Egal, was ihr macht. Und die haben mir schon auch geschadet. Aber wirklich mit Lügen. Es gab dann noch eine Unterlassungserklärung, also da war die Hölle los. Und plötzlich sitze ich da mit Schwulissimo und sage, okay, dann haben wir geredet, die haben mir das zum Gegenlesen geschickt. Mhm. Und es war genau, wie wir es gemacht hatten. Es war eigentlich die 10. oder 11. Frage in so einem langen Interview. Mhm. Und da habe ich schon unsere Pressestelle und mein Management vorgewarnt, was ich aber nicht gewusst habe. Die Bild-Zeitung hat ja überall ihre Finger drin. Klar. Und am Tag, bevor dieses Schwulissimo ausgeliefert wurde, stand es Fett-Headline in Bild-Zeitung. Ach. Ja, was okay ist. Das war ja okay. Das dürfen sie auch. Sie dürfen ja nur, sie müssen dann daraus zitieren. Und jetzt, liebe Zuhörer, kommt ja meine Pointe. Die Bild-Zeitung muss auf der Titelseite Schwulissimo schreiben. Also das war ja schon anarchisch, finde ich. Egal, wie man welche Zeitung findet, wie das Magazin Schwulissimo berichtet. Ich wusste gar nicht, wie geil ist das denn jetzt? Dann wollten die natürlich auch mit mir exklusiv darüber reden, also verschiedene Boulevardmedien. Mhm. Und da habe ich gesagt, nö, steht alles dran. Könnt ihr doch da abdrucken. Und da gab es eine sehr bewegende Geschichte, die ich auch in meinem Buch erzähle.
An dem Tag, wo es dann erschien, ach, der Schaffner. War ich in den Bayerischen Voralpen auf dem Weg nach Salzburg zu den Festspielen. Um mich mal ein bisschen zu sortieren, dachte ich, oh, Salzburg, roter Teppich, ich muss mich mal ein bisschen sammeln. Hm. Und war also versteckt eigentlich. Naja, da fuhr ich mit so einem Bummelbändchen da durch Bayern über die Grenze nach Salzburg. Und irgendwie in der Pampa, so ein Regionalzug, kam ein, was man früher Schaffner nannte, ich glaube, sie heißen jetzt Zugbegleiter oder sowas, kam zu mir hin, guckte sich mein Ticket an, ging ein paar Meter weg, kam zurück, guckte nochmal aus der Ferne. Und ich dachte, merkwürdig. Er guckte nach links, er guckte nach rechts, kam auf mich zu, beugte sich leise vor und sagte, es ist nicht ganz toll, was Sie da gemacht haben. Ich hätte nicht die Kraft dazu. Und ging wieder. Ich so, konjunktiv hätte, schön. Und dann erst, deswegen hat er so geguckt, was er mir erzählt hat. Und da war ich so, ich guckte diese Berge, also wie so ein Filmset. Und da habe ich angefangen zu weinen. Das war toll. Ja. Und da war ich gewappnet. Dann habe ich gesagt, so Kinder, es ist raus. Ich muss natürlich 100.000 Leuten erklären, dass es mir gut geht. Das war einfach positiv nicht dasselbe wie Elsis. Die ganzen Rinder waren, den viele schwule Männer, leider auch nicht alle, aber viele kennen, musste ich natürlich jetzt erklären, definieren, was okay war. Aber du warst tatsächlich ja der, wir sind heute mit den First and mit den Superlativen beschäftigt. I love it. Du warst tatsächlich meines Wissens bis heute der erste Prominente, der sich in Deutschland als HIV-positiv geoutet hat, ohne erpresst worden zu sein, ohne zwangsgeoutet zu werden, der das selber gemacht hat. Ja, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Also ohne, dass da irgendwie Druck war von außen, ich sonst verrate ich es oder das, was irgendwie sonst an die Presse gezeigt wurde. Ja, kann sein. Also es gab natürlich den Fall von Nadia Benaissa von No Angels. Die wurde ja genau, das war ja eine Erpressung. Das kann sein, wirklich, ja. Ja. Und ich habe, also um auf die Reaktion des Zugbegleiters nochmal zurückzukommen, um das Neudeutsch zu sagen. ich hatte bei Instagram, das mache ich ab und zu, wenn ich einen Podcast-Gast habe, dass ich vorher meine Follower auf Instagram frage, was sie dir für Fragen oder was sie dem Gast für Fragen stellen wollen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und es kam keine einzige Frage, aber es kam ganz, ganz viel. Sag ihm einfach, dass wir Danke sagen. Sag ihm einfach, dass wir, ja, dass er, also schwule Männer, die gesagt haben, er hat es mir einfacher gemacht, das Coming Out mit meinen Eltern durchzuexerzieren, weil ne, Sonntag warst du bei uns auf der Mattscheibe und das Thema war im Raum und so konnte ich das dann auch aufbringen. Oder Leute, die selber positiv sind und sich einfach bedanken, dass du das für die Öffentlichkeit auch ausgestanden hast. Dass du kannst du bitte alle zurückgrüßen? Ich bin ja eben aus dieser Erfahrung, so bedroht zu werden, bin ich nicht in den sozialen Medien. Ja. Das ist auch eine gewisse Angst vor meiner Suchtgefahr. Wenn ich da sitzen würde, selbst wieder 8 Stunden, das lassen wir mal. Und zweitens, zum Thema Schutz vor Verletzungen, muss ich ja nicht permanent lesen. Nein. Also, du hast viele Komplimente, aber die blöde Sau und blablabla. Ja. Tut nicht mehr wirklich weh, aber ich will ja nicht so abgebrüht das alles lesen. Es ist das heißt, ich bin da nicht. Bitte grüße alle, die das gesagt haben bei Instagram. Einen schönen Gruß. Das freut mich wirklich sehr. Ich erlebe das auch im realen Leben. Immer wieder mal, also früher häufiger, aber immer noch jetzt, dass Leute zu mir hinkommen und mir erzählen, was das bewirkt hat. Also, dass die wirklich sonntags am Abspann der Lindenstraße Coming Out hatten in ihrem Wohnzimmer. Ja. Vor allem dann, wenn die Eltern sagen, die Männer, und die dann auch sagen, ja, Moment, jetzt sind also mit aller Kraft. Und weil es ja nicht eine Folge war, das war ja der Schwur zwischen Hans Geist und von mir, wir ziehen das durch. Alle haben mir gedacht, vielleicht wird ja auch mal doch ein bisschen bi oder hetero. Und wir, no way. Ja. Der stürzt ab, der wird tablettensüchtig, dann geht es ihm wieder gut, der adoptiert das Kind. Also Brüche ohne Ende. Aber der ist halt schwul, Punkt. Und das ist über viele Jahre. Und jetzt kommen Leute zu mir hin immer noch. Das finde ich immer sehr schön. Ja. Also, weil einige sagen, ja, das hast du bestimmt schon oft gehört. Ich sage, ja, weiß ich nicht. Ja, aber jede Geschichte ist ja anders. Ja. Es ist ja nicht eine Blaupause. Und dann gibt es sehr, sehr schöne Geschichten. Dann bin ich immer ganz
angetan davon. Ja, ich, es geht nicht darum, dass ich irgendwie mich so heilig finde, überhaupt nicht. Sondern ich bin neugierig, ich bin Forscher. Ich sage, erzähl mal genau, wo kommt, wie war denn das? Wo kommst du denn her und so? Dann hat sich ein tolles Gespräch daraus entwickelt. Das habe ich noch einmal erlebt in Warschau. Hm. Ich habe ja damals bei der ersten Kaczynski-Nummer 2006 mit ein paar Freunden, wir waren nur zu viert, ein Unterstützerbündnis gegründet. Wir nannten uns den neuen Warschauer Pakt. Und das war toll in Berlin damals. Da haben wir den Veranstaltern in Polen, die sind auf uns zugekommen. Das war mir wichtig. Also als Deutscher muss ich den Polen schon wieder erklären, wie es geht. Ja. Die wollten Unterstützung haben. Und da haben wir unglaublich Charakter. Wir haben Politiker bekommen, die dahin gefahren sind. Wir haben einen Act organisiert und bezahlt. Jimmy Somerville. Das war deswegen wichtig. Du sagst, Act ist ja echt jetzt nicht wichtig. Der war deswegen wichtig, weil die Demo, es war nie klar, ob die überhaupt legal ist, wenn nicht zugelassen wird. Hm. Bis zum Ende. Aber auf alle Fälle, was nicht stattfinden durfte, war die Kundgebung am Ende. Und dann haben wir den Trick gewählt, dass wir es in ein Theater verlegt haben. Das war keine Kundgebung, sondern ein Konzert mit Jimmy Somerville. natürlich haben da Leute gesprochen. Also es war natürlich, wir haben die verarscht. Und Jimmy Somerville erstmal raus und fuck that government. Und wir so, yeah. Das heißt, der Trick war, dass wir den dann organisiert haben und bezahlt haben. Und von Berlin aus Busse organisiert haben. Die Sternfahrt mich dann, also wer will, auch für wenig Geld von Berlin dahin fahren kann. Dann, da kam so a little bit of history repeating, kam schon wieder die Drohung. Ich kannte ja in Polen keiner, aber es gab Karikaturen, die unschwer zu erkennen mich darstellten. Und zwar als, als Nazi, statt einem Hakenkreuz da mit einer Regenbogenfahne am Arm, also als Armbinde. Und einer aus dem Kabinett, Kaczynski damals, sagte eben auch, wenn die Perversen hier hinkommen, sollten wir sie alle aus dem Land wieder rausprügeln. Dafür haben wir die dann verklagt, also Jahre später im Europaparlament. Es war die Hölle los. Und dann musste ich hinfliegen, weil die Sachen fahren nicht mit dem Bus. Die halten den Bus an der Grenze so lange auf. Und dann bin ich geflogen, also von Köln nach Warschau. Und das war sehr bewegend. Wir sind zwar dann beworfen worden, also wir hatten dann Schutz, weil wir den internationalen Druck aufgebaut haben. Nicht nur wir alleine, aber auch das Europaparlament. Es war alles so verzahnt. Dadurch hatten wir jetzt einen unglaublichen Schutz, weil wir wollten vor Europa nicht blöde dastehen. Aber das sah aus wie ein Bürgerkrieg. Und wir wurden da so durchgeleitet. Und standen wir am Wagen und sahen also wirklich die polnischen Neonazis so eingekesselt von der Polizei. Und wir waren so voller Hass. Und dann, als die Parade gerade losgehen sollte, spielten die polnischen Neonazis Go West. Und ich so einseitig. Ironic. Ja, ne, die konnten eigentlich gut Englisch. Go West, schon klar, verfickt euch wieder, verfatzt euch in den Westen. Aber ich sag, ein schwules Lied gibt's dann auch wirklich nicht. Im Original die Village People, in der Coverversion die Pet Shop Boys. Und wir so. Und dann habe ich, ich hatte eine Dolmetscherin und habe zu der gesagt, können Sie da bitte hingehen, also mit Abstand, Sie sind ja heterosexuelle Polin, und denen mal sagen, dass das ein schwules Lied ist. Und ich so, wirklich? Ich sage, ja bitte. Sie hingegangen, das war so rübergerufen, dann haben die einen Ghetto-Blaster genommen, einer hat mit der Faust drauf gehauen und dann haben wir weiter gesungen. Go West, das wäre das losfuhr. Und ich dachte, Gott, wenn die uns kriegen, sind wir tot. Aber wir wurden gut geschützt. Aber wir wurden dann tatsächlich beworfen. Mit Eiern, vor allem Obst. Und das ist eine Erfahrung, die möchte man nicht erleben, weil da fliegt was auf dich zu und du kannst ja nicht sehen, was ist. Ist es ein Backstein? Ist es ein rohes Ei? Naja, vor allem, also ihr konntet ja wieder weg. Ne? Das ist ja das Ding. Das ist so übergriffig. Weil die Leute, die da bleiben müssen, die da leben müssen. Ja, klar. Aber auch für dich in dem Moment, wo du da stehst. Weil es ist so verletzend und übergriffig. Normalerweise würde ich runterspringen und den dann pfeffern. Also ich bin kein gutes Opfer. Ich kann mich schon ganz gut wehren. Aber es geht ja nicht auf den Wagen. Du musst also versuchen mit Grandezza, aber wir müssen es ja bücken. Als das alles flog, hinter die Scheibe und dann aber direkt wieder hoch, Ei weg von der Schulter und go west. Das war heftig. Und da gab es eine ganz tolle Begegnung, die muss ich noch erzählen. Wir sind dann durch die Seitenstraßen überwiegend in Warschau
Und dann kamen wir an einem Hochhaus vorbei, einem Plattenbau. Und da lag so im fünften Stock ungefähr im Fenster eine schwarz gekleidete, recht alte Polin und guckte da runter mit einer eher undefinierbaren Mimik. Und ich hatte bis diesen Film, ich war so sensibilisiert, diese ganze polnische Geschichte, was wir denen angetan haben, was die Russen, die Polen verschoben wurde, der Rinder war ein Katholizismus, also all dieses. Und es hat ja auch eine komische Note, diese Neonazis, wo ich sage, Kinder, das haben wir doch erfunden in Deutschland. Mhm. Also ein polnischer Neonazi, mit Hitlergruß mich begrüßt, dann sage ich, jetzt dreht ja alles durch. Mhm. Jedenfalls kommen wir an diesem Hochhaus vorbei, im Fenster, guckt diese Frau so runter, ich sage, Gott, die willst du ja jetzt gar nicht mehr begreifen. Ne? Also jetzt hier so ein Wagen mit Deutschen und die sind auch Schwulen. Mein Kopf, also meine Synapsen drehten durch. Und dann ging die weg und ich sagte noch zu einem, oh Gott, jetzt holt ihr auch noch ein paar Eier und bewirft uns. Und dann kam die zurück, hielt zwei Krücken aus dem Fenster und applaudierte mit den Krücken. Oh. Das war echt, ja, das war echt bewegend. Es war so klar, ich würde mit euch mitmarschieren, aber ich kann nicht mit den Krücken. Und dann gab es eben noch, was ich in dem Buch auch schreibe, eine junge Polin, die zu mir hinkam und mir von ihrem Bruder erzählte, der 15 war, auf dem Land, erzkatholisch alles, stinkkonservativ. Und er merkte, er ist verliebt in den Klassenkameraden, den es gar nicht wusste. Es kam nie zu irgendwas, also er hat sich nicht getraut, aber er hat gemerkt, oh Gott, ich bin homosexuell, Hilfe und so. Und der sich dann erhängt hat. Hat vor dem ersten, also bevor es überhaupt losging, aus Scham, keine Schande wie die Familie, hat sie mit 15 oder 16 in der Scheune erhängt. Und ja, das hat mir die Schwester erzählt. Und die ist extra deswegen hingekommen, weil die sagt, über den, mein Bruder wird nicht mehr gesprochen in der Familie. Den gibt's gar nicht. Also gibt's schon, man erlebt das schon heftige Dinge und ich sage nochmal, von Berlin aus sind es ja doch nur 80 Kilometer. Ne? Aber ich habe es auch lustig gehabt im Leben. Können Sie mal einen Scherz erzählen? Nein, es ist wirklich so ein bisschen schwierig, wenn du solche Sachen erzählst. Es ist nicht schwierig, weil ich bin im Alter, wo ich sag hier meine Wahrheit, was ich empfinde, so. Es ist nur ein bisschen schade, weil die Leute mich kennen und sagen, ich habe so eine Naturkomik und Rhetorik, ich liebe Situationskomik. Für mich geht das alles gut zusammen. Aber natürlich war der Preis für diese Autobiografie, dass die Anfragen aus dem eher schrägen, unterhaltenen Bereich substanziell zurückgehen. Ja, also ist halt so. Ne? Ja. Aber da war schon also auch Einnahmeverlust lang vor Corona. Was machst du denn jetzt? Was macht denn mit dir einen jetzt? Podcast? Na. Doofe Kuh. Ist ja auch hoch dotiert. Ja, es gibt Kaffee und Wasser. Eben, ist toll, man darf rauchen, super. Wie geht's denn weiter für dich? Also, genau, habe ich das ja noch nie gewusst. Ich hatte ein paar Projekte angeleiert, ganz konkret war basierend auf meiner Autobiografie, eine Art Lesung / Show zu machen. Also eine Lesung ist ein bisschen der Aufhänger, aber ich sage auch immer, die Leute können ja auch zu Hause ein Buch selber lesen. Es basiert dann darauf, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber schon auch mit Einspielungen, mit interaktiven Momenten. Ich würde wahrscheinlich 10% lesen und dann sagen, ach, apropos. Auch mit den schrägen, den lustigen Momenten. Das ist keine trutschige Veranstaltung. Ich will, dass die Leute nachher sagen, ich liebe das Leben. Der Öker ist eine gut gelaunte Sau, hoch die Tassen, so. Und das war alles in Planung. Dann kam Corona. Und ja, alles Essig. Ist immer noch. Weil die Veranstalter können das nicht buchen, weil sie nicht wissen, du musst ja ungefähr 7-8 Monate im Voraus mindestens buchen. Und die wissen nicht, wie die Auflagen sein werden, wie sich das rechnet. Und das war dann direkt weg. Diverse Moderationen weg. Alles live, Bühne. Zweite Drehtage weg.
zu einem Zeitpunkt, wo gar nicht mehr gedreht wurde. Jetzt kann man ja wieder drehen, ist aber das Projekt abgesagt worden, weil die Hauptdarsteller alle jetzt in anderen Projekten sind. Also es ist schon, es hat schon ziemlich reingehauen, aber ich arbeite an Dingen. Es klingt mir so geheimnisvoll, aber ich erzähle Dinge nicht, bevor sie nicht klar sind. Natürlich nicht. Das heißt, in the long run bin ich dran. Ja. Gut. Ich sage es nochmal, Georg Uecker, ich mache dann mal weiter, erschienen im Fischer Verlag. Gibt es als Taschenbuch, kann man kaufen. Ich packe einen Link in die Shownotes, dass ihr das nicht bei Amazon bestellen müsst, weil Amazon ist böse. Ich packe einen Link zum Prinz Eisenherz Buchladen hier in Berlin. Ganz genau. Dann könnt ihr schön ein schwules Geschäft unterstützen, wie sich das hier hört. Genau, und danach direkt in Toms Bar abstürzen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, mein Schatz? Irgendwas, was du plagen willst? Nein, also ich... Ich habe ja keine Botschaft. Oh, hast du was vorbereitet? Ein kleines Schüttelreim? Nein. Ich mache dann mal weiter, bleibt mein Projekt. Es hat oft genug Punkte gegeben, wo ich das nicht wusste. Und es wird zu mir kommen. Oder auch nicht, aber ich glaube schon. Und ich muss jetzt ein bisschen längerfristiger planen. Eben weil Covid eben so unlustig ist. Und ich finde, das Leben bietet Optionen, also auch in dieser Zeit, zum Beispiel das Lernen in einem Umgang miteinander. Mhm. Ich hoffe, dass ein Teil davon bleibt, wie Miteinander, wie Respekt, wie dass Spuren davon bleiben. Ich glaube, die Zeit nach Covid wird eine etwas andere sein, weil nach Covid wird noch sehr lange dauern. Mhm. Es wird vielleicht mal einen Impfstoff geben. Es wird lange dauern, bis alle durchgeimpft sind. Also der Spaß ist nicht in ein paar Monaten vorbei. Mm-mm. Er wird sich verändern. Geht ja jetzt auch schon mehr als vorher. Dass man sagt, vielleicht lernen wir was daraus. Im Umgang miteinander. Das gilt für alle, aber auch für schwule Männer. Ich finde jetzt schon wie das Wort zum Sonntag. Oh mein Gott. Irgendwer kann sich mal direkt in den Zeit sehen. Da ich nicht bei den sozialen Medien bin, könnt ihr jetzt alle Lobhudeleien und süßen Beschimpfungen an Frau Ausbruch, Breakout, Barbier, Barbie, Instagram schicken. Ansonsten viel Spaß noch und einen schönen Herbst. Tschüss. Tschüss.